Wollt ihr mit mir wirklich in Brixen starten? Das Risiko gehen wir ein. Wenn der nicht meine Kriege für mich gewinnt, dann war das eine Misskalkulation. Ich habe den ultimativen Giga-Chat geheiratet. Kann ich eine Affäre anfangen? So. Entführungskomplotte. Wie viel Geld bekomme ich wohl, wenn ich den entführe? Problem ist, dann, wenn ich als Entführerin, also das, ich sollte das nicht machen. Mein Ruf ist eh schon am Arsch. Ich sollte vielleicht erstmal versuchen, meinen Ruf ein bisschen in den Griff zu bekommen. Nur zumindest ein bisschen. Andererseits, jetzt wird sich's dann halt richtig zahlen, also auszahlen, den Papst um, also ne, wenn dann, wenn ich zwei Sachen habe, die problematisch sind, die ich gleichzeitig loswerde, dann rentiert sich das erst richtig, dafür 150 Gold auszugeben. Wenn du nur den 0 Jahre alten Sancho tötest, ist der nicht der Papa von unserem Bastardkönig? Nee. Dann ist es erst die Schwester. Und dann ist es die andere Schwester. Aber danach, dann ist es erst der hier. Wie kommt der denn in die Erbschaftsfolge? Ah, I see. Er ist quasi gerade Erbe. Wenn er stirbt, das ist erst sie, dann ist es sie, dann würde es auf den Vater umgehen, also auf den jüngeren Bruder des Königs, der gestorben ist, weswegen es dann sein Sohn wäre. Das heißt, wir müssten 4 Kinder töten. Das ist machbar. Fangen wir mit dem an. Die verdammte Bonbonspur quer durchs Land zu deinem Schloss. Du hast damit natürlich nichts zu tun. Ich habe damit gar nichts zu tun. Wer würde das tun? Nee, die Sache ist, ich habe nicht genug Geld, mir eine Armee aufzubauen. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss mein Reich irgendwie anders erhöhen. Und das Beste, womit ich mein Reich vergrößern kann, ist Erbschaft. Mein Sohn erbt eh schon das Königreich von Galizien. Das heißt, mit der nächsten Erbschaft haben wir eh all das. Ich muss nichts mehr einnehmen. Es bringt mir nichts, was einzunehmen. Das ist Zeitverschwendung. Und wenn ich jetzt den anderen, also diese ganze Erbschaftsgeschichte generell zerstückle, dann erbt mein Sohn halt nicht mehr nur Galizien. Dann erbt mein Sohn theoretisch gesehen auch noch Kastilien komplett. Und Leon. Das heißt, wir würden dann, mein Sohn würde dann Galizien, Leon und Kastilien wieder vereinen. Und das wäre eine gute Geschichte. Das würde dem Reich nämlich viel Frieden bringen, wenn diese drei aufgesplitterten Königreiche, die zusammengehören, wieder unter einem wahren Herrscher verbunden werden. Und das kann niemand anderer sein als mein Sohn. Ich bin eine gute Mutter in diesem Spiel. Es muss sich ja rentiert haben, dass ich meinen Ehemann 4-mal betrogen habe. Real Life Pia, wir müssen alle Gesellschaftsstrukturen überdenken, da sie diskriminierend sind. In-game Pia, 4 Kinder töten, let's go. Ne, weg mit euch. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 7. Wieso? Ja.
Ja, ich habe Early Access fürs neue DLC bekommen. Yes, yes. Und Dankeschön, Black Swordsman, für den Prime Sub. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ach, guck mal, der ist ein Trinker. Ah ja, 7 Jahre. Nee, er regiert kein Königreich. Er ist nur der Erbe. Er ist der Erbe von meinem Lehnsherrn. Das heißt, wenn er stirbt, hat er ein Königreich. Aber der ist erst 39, dem geht's noch gut. Da ist noch alles okay. Die Säfte stehen quasi noch im Reinen. Und 12, das ist bald soweit. Und das wird noch ein bisschen brauchen. Aber das wird auch super passen. Meine Töchter werden auch wichtige Positionen haben. Was ich mit meinem Kleinsten mache, weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was ich mit dem mache. Weil als Ritter wird sich der nicht eignen. Müssen wir gucken, was der sonst hinkriegt. Kann man als Katholik überhaupt seine Kinder töten? Das ist doch so ein Punkt, wo ich persönlich bei meinen Runden struggle. Du kannst deine Kinder töten, sobald du sadistisch als Perk hast. Aber ich muss ja meine eigenen Kinder auch gar nicht töten, sondern nicht meine Kinder, die in der Erbschaftsfolge im Weg stehen. Ich brauche halt dringend ein bisschen mehr Frömmigkeit. Das ist nicht so gut, dass meine Frömmigkeit so krass im Arsch ist. Dankeschön, Scommy, für die 5 Monate. Dankeschön. Oh, ich bin das Oberhaupt der Galizier Kultur. Geil. Das heißt, ich habe da jetzt den Haupteinfluss darauf, in welche Richtung wir uns bewegen. Das ist ja nice. Das ist sehr, sehr nice. Was wollen wir denn haben? Dankeschön, Glinda, für die 25 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wir wollen auf jeden Fall Festungsmauern haben, das passt. Wie kommt das denn? Ach, weil Galizien. Weil Galizien in so einem Misch ist gerade. I am fucking pregnant. Und dankeschön, Flix für 33 Monate. Das ist sehr, sehr nett. Und Schiller für 100 Bits. Dankeschön. Wie lange streamst du heute? Ja. Oh, gucke mal. Der ist reizend geworden. Aber hat seinen Hauptfokus. Und jetzt hat sie es wieder übernommen. Schade. Wir brauchen mehr Gebete. Der hat halt leider sein Talent in Diplomatie. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das schaffen, ist nicht gut genug. Wir müssen da noch einen Agenten reinbekommen. Für 68 Gold, das ist sehr, sehr teuer. Aber damit kriegen wir es wieder hochgepusht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Okay. Und dann wollen wir hier... wir machen das selber. Perfekt. Wir wollen hier als Lehrmeister... Ich könnte das selber machen. Oder wir gehen bei ihm auf Diplomatie. Aber ich glaube, Ränkespiel ist besser. Ich unterrichte den selber und gehe quasi in seinem Perk auf Ränkespiel, obwohl er sein Talent in Diplomatie hat. Aber das macht nichts. Das wird schon trotzdem. Das neue DLC ist sehr, sehr geil. Es macht sehr, sehr viel Spaß.
Es bringt nochmal ganz viele neue Sachen dazu. Die vor allem für Late Game meines Erachtens nach sehr interessant sind. So, dann habe ich ein Kind, das Diplomatieausbildung hat. Dann habe ich ein Kind, das eine Verwaltungsausbildung hat. Ein Kind mit einer Kriegsführungsausbildung. Und ein Kind mit einer Ränkespielausbildung. What the hell? So. Easy. Das ist machbar. Der ist in 2 Monaten safe tot. Warte mal, hat der da noch eine Schwester? Nee, ist aber nicht relevant. Wir brauchen nur die, die hier mit drin sind. In der Erbschaft, ne? Schauen wir mal, um sicher zu gehen. Wer hier noch? Ja, genau. Oh, den müssen wir auch noch. Nee, das ist richtig. Da sind wir dann dran. Eine Nachfolgelinie. Wenn der jetzt wegfällt, dann rückt da mein Sohn nach. Das ist gleich durch. So. 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass er verloren geht. What? What? Graf Gomez lebt noch. 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt. Und er ist mit der Kleidung an einem Erker hängen geblieben und hat deswegen überlebt. Und jetzt fangen wir neu an. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist 9. Wie schwer kann das sein, einen 9-Jährigen loszuwerden? Wie schwer kann es sein, einen 9-Jährigen loszuwerden? Das ist furchtbar. So. Mein Ehemann ist jetzt mein Seelengefährte. Wir sind von -100% auf +100%. Alles ist vergessen. Wir lieben uns, als hätte ich nicht 4 Kinder von einem anderen Mann. Beziehungsweise 3. Der 4. ist ja tatsächlich von ihm. Mein Fehler. Als hätte ich nicht 3 Kinder von einem anderen Mann. Alles ist vergessen. Es war nur ein anderer Mann. Wie schwer kann es sein, einen 9-Jährigen loszuwerden? Frag mal die Lannisters. Die Lannisters haben es nur geschafft, ihre eigenen 9-Jährigen loszuwerden. Das war gemein, oder? Das war gemein. Ich weiß, dass du Bran meintest. Und ich meinte die 3 Kinder von Cersei. Immerhin ein eigenes Kind, da kann Robert Baratheon noch von lernen. Ui. Oh, noch eine Tochter. Und die ist auch einfach komplett uninteressant. Wieso habe ich so schlechte Töchter? Die sind alle scheiße. Meine Töchter sind alle scheiße. Jede einzelne von ihnen. Keine einzige ist toll. Keine einzige ist wundervoll. Ich bin wunderschön. Wie können meine Kinder so durchschnittlich sein? Ja, ich habe die Eigenschaft Ehebrecher schon.
Das weiß ich schon. Das ist schön, dass du es rausgefunden hast, dass meine beiden Töchter eine umstrittene Abstammung haben. Alle wissen das schon. Also außer die neue Ehefrau von meinem König. Aber alle anderen wissen das schon. Ich würde mich mal mit dem anfreunden. Ich meine, wir haben 3 gemeinsame Kinder. Wäre gar nicht so schlecht, wenn wir befreundet sind. Dein Mann hat treuherzig verloren. Ja, das hat er vorher schon. Ich glaube, dass die 10 Jahre Affäre mit meinem König und die 3 Kinder mit einem anderen und dann der Versuch, ihn loszuwerden und dann die Lügen und das Gaslighting bei Hof, mit dem ich ein schweres Druckmittel gegen ihn bekommen habe, um mich von ihm scheiden zu lassen, um dann zu entscheiden, dass ich ihn doch liebe und jetzt 2 Kinder mit ihm zu haben, unter Umständen vielleicht mit, also nicht hauptprimär schuldig daran war, dass er treuherzig verloren hat, aber vielleicht sind wir zu einem kleinen Teil auch mitverantwortlich. Ich glaube, ja, es lag eher an was anderem, aber... Oh, jetzt bin ich eine Poetin sogar geworden. Schön. Lass dir nichts einreden, du kannst da nichts für. Das würde ich auch so sagen. Der Suffragenbischof Garcia Gomez von León hat eine Affäre. Seht an, seht an. Lasset mich ihn erpressen. Das hat funktioniert. Und jetzt hätte ich gern Geld für das. Ich muss dafür, glaube ich, was anderes machen. Einen anderen Tweet lernen. Ja, jetzt ist er tot. Graf Gomez ist tot. Die Suche erstreckte sich bis weit in die Nacht, ehe sie abgebrochen wurde und beim ersten Tageslicht von neuem begann. Erst dann fand man die Leiche, blutig, verstümmelt und zerfetzt, offenbar ein Angriff eines hungrigen Tiers. Zumindest hoffe ich, dass das ein Tier war. Zum Glück sind sich alle einig, dass dies eine schreckliche Tragödie war. Niemand ahnt, dass ich oder überhaupt irgendjemand dahinter steckt. Und die Leute sagen, Kinder seien die Zukunft. Ich habe aber ein bisschen Stresslevel, tatsächlich. Ist doch ein bisschen viel. Ich würde jetzt liederlich werden, das hilft gegen den Stress. Weil ich glaube, das wird halt nicht mein letzter Mord bleiben. Deswegen ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich mich darauf vorbereite, dass ich da was dagegen habe. So. Also. Die 3. Nacht in Folge sitze ich am selben Tisch im selben Gasthaus. Von ihr aus hat man einen hervorragenden Blick auf den Tresen und das bezaubernde Personal dahinter. Mein Tagtraum wird hier unterbrochen, als meine Freundin Mathilde ihren Krug auf den Tisch hämmert. Ihr starrt nun schon den ganzen Abend Gomez an, der heißt auch Gomez, flüstert sie mit einem verwegenen Lächeln. Ich kann das gut verstehen. Er ist ein nachdenklicher Mann, soll ich euch vorstellen? Das mache ich selber. Und das hat nicht funktioniert.
Der hat gar kein Interesse an mir. Es war eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Ich habe gerade irgendwas anderes Wichtiges abgebrochen, was ich gebraucht hätte. Und ich habe vergessen, was es ist. Scheißen. Ah, ich brauche eine neue Affäre, es hilft nichts. Dankeschön, Jal, für 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. So. Der nächste, die nächste in der Folge. Fangen wir mit der... Na, die ist unfruchtbar, das ist nicht so kritisch. Fangen wir erstmal mit ihr an, die muss schneller weg. Ja, das war die Freundschaftsanfrage. True, das war das. Danke für die Erinnerung. So. ...50% Heimvorteil. Das hilft mir. Mit den Avancen. Das hilft mir. Was mich daran erinnert, meine Kinder haben noch gar keine Sprachen gelernt. Es wäre ganz gut, wenn wir hier noch Sprachen lernen würden. Bayerisch. Wer will denn Bayerisch lernen? Ja gut. Dann lerne Bayerisch. Was ist das für ein mächtiger Bart? Du darfst jetzt auch Bayerisch lernen, weil viel mehr Auswahl haben wir leider nicht. Und du darfst auch Bayerisch lernen. Wir arbeiten daran. Aber, naja. Hallo, das ist eine wichtige Sprache. Wer will denn Bayerisch lernen, sagte die Österreicherin. Wow. Österreichisch und Bayerisch ist schon was anderes. This is not the same. Nur 69%ige Wahrscheinlichkeit. Why? Warum so wenig? 50 Gold. Nee, das ist zu teuer. Das müssen wir so schaffen. Die Frage ist halt... Wenn ich da versuche, die mit reinzubeziehen, wird der Mord abgebrochen. Deswegen kann ich das nicht machen. Alles von Salzburg bis Bozen ist quasi Bayern. Die Existenz meines Komplotts gegen Ermorden Major Jimena ist aufgeflogen. Auch weil meine Verstrickung daran noch nicht bekannt ist, macht es dies doch dennoch wesentlich schwerer, meine Pläne Früchte tragen zu lassen. Scheißen. Das müssen wir abbrechen. Dann kümmern wir uns erst um die kleine Schwester. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten, was die Reihenfolge angeht. Warum wollen diese verdammten Kinder einfach nicht sterben? Ich kann es dir nicht beantworten. Es ist so eine schwierige Geschichte. Durchschnittskosten auch voll 400. Warum sind denn die Durchschnittskosten so krass gestiegen? Sagen die Durchschnittskosten das, was andere Leute dafür ausgeben? Und warum haben wir so wenig Veranstaltungen hier?
Ich würde gerne zu Veranstaltungen reisen. Ich kann mir das nicht leisten, das selber zu machen. Eigentlich reicht's mir, wenn ich mit dem einmal gebumst habe. Wir machen das einmal, weil das Risiko ist mir zu groß, dass ich wieder eine ongoing Affäre habe, die aufgedeckt wird. Also eine einmalige Geschichte und dann daraus eine wunderschöne Tochter. Jetzt eine Schwangerschaft und dann eine wunderschöne Tochter daraus. Das wär's. Da ist es. Und das werden wir niemandem sagen. Das werden wir niemandem sagen. So, was mache ich jetzt bei meinem Sohn? Was plane ich denn bei ihm für eine Frau? Da gibt es nichts Besonderes. Schlau ist jetzt, ja. So, das heißt, wir haben uns jetzt potenziell ein wunderschönes Kind ins Haus geholt. Jetzt kann ich nur noch darauf hoffen, dass es eine Tochter ist. Hallo, Tuppelfree. Weil mehr Söhne ist jetzt nicht unbedingt etwas, was wir wollen. Mehr Söhne ist jetzt nie wirklich das, was wir wollen. So, wie sieht's jetzt hier aus? Das ist immer noch, kann überzeugt werden. Aber ist safe mega teuer, oder? 55 Gold. Nee, wir versuchen das so. Wie viele Kinder bleiben denn bitte? Wie kann das denn sein, dass diese Kinder alle in ihrer Kleidung hängen bleiben? Was haben die für Kleidung? How is this even possible? Oh, aber meine Tochter, Philippa, ist erwachsen geworden. Soll das vielleicht erst den Schneider ersetzen? Es wirkt ein bisschen so, ja. Was hat die denn? Oh, das ist jetzt standardmäßig ohne Mod. Ist jetzt so ein Barbier drin. Das ist ja cool, dass das jetzt standardmäßig hier ist. Was hat die denn für Haare jetzt? Wellig schulterlang. Die geht, glaube ich, warte mal, ich glaube, sie geht ja tatsächlich. Sie geht ja nach England, oder? Ja, da passt wellig schulterlang eigentlich ganz gut. So, warum wird diese Ehe jetzt noch nicht umgesetzt? Die sind ja verlobt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Keine Hose, keine Probleme. Weil es ist nicht England. Es ist nicht England, es ist Großbritannien. Mein Fehler. Großbritannien. Ich finde diese Kopfbedeckung ganz furchtbar. Musst du nicht die große Hochzeit noch machen? Nee. Die große
Hochzeit kann immer nur die Person sein, die quasi dann die Erbschaft auch dann übernimmt. Also die Planung übernimmt. Also, genau, ich muss eine Prachtleute zur Hochzeit versprochen haben, habe ich nicht gemacht. Die müssten eigentlich so heiraten. Es ist ein Sohn geworden. Scheißen. Ich habe so gehofft, dass es eine Tochter wird. Und nicht noch ein Sohn. Ich wollte nicht noch einen Sohn. Jetzt ist ein wunderschöner Sohn, aber ich hätte lieber eine wunderschöne Tochter. Das ist alles nicht so, nicht das, was ich möchte. Das ist mit meiner Erbschaftsfolge nicht das. Nicht das, aber ich habe nur eine Grafschaft, eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es tatsächlich Latte Macchiato. Ich könnte versuchen, eine wunderschöne Frau zu suchen. Dann würde ich den wunderschönen Perk in mein Haus bekommen. So, warum wird diese Ehe jetzt nicht vollzogen? Muss ich dafür noch irgendwas tun? Jetzt muss ich hohe Steuern zahlen, was ein Arsch. Warum steht der Atheist? Weil sie zynisch ist. Das heißt, sie glaubt nicht an Gott. Beide alt genug, ja, sie ist 16 und er ist 16. Aber er hat einen Regenten und ich frage mich, ob es daran liegt. Ich frage mich, ob durch die Regentin. Dass das durch die Regentin nicht umgesetzt wird gerade. Dann will die Regentin die Heirat vermutlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist seltsam. Es ist sehr, sehr seltsam. Es gibt eine neue Mechanik, wo du sich die Hochheirat herauszögern kann. Es hat aber normalerweise nichts mit einer Prachthochzeit zu tun, weil die Prachthochzeit muss von Anfang an versprochen werden beim Verlöbnis und die wurde dort nicht versprochen. Und Heirat arrangieren bedeutet nur, dass ich Höflinge... Oh, doch, es ist doch das. Ich dachte, da geht es um Höflinge, weil wenn du draufklickst, dann steht eben Höflinge, aber es ist actually doch das. Das heißt, ich kann das damit jetzt, abschließen. Dankeschön für den Tipp, da einmal drauf zu klicken. Das ist smart. Ja, meine Tochter ist alt genug. Es wird Zeit, dass sie sich wegbewegt und dorthin kommt. Und jetzt ist sie Prinzessin Philippa. Und das ist gut. Das ist gut. Und verlobt mit Prinz Orwin dem Dritten. Wir haben die erste Prinzessin, meine Leute. Erste Generation in unserem Haus und wir haben die erste Prinzessin. Es geht schlechter. Wahrscheinlich wäre es nach ein paar Monaten auch automatisch passiert, aber ich wollte kein Risiko eingehen, deswegen ist es ganz gut, dass wir es extra einmal angeklickt haben. So, dann wollen wir bei meiner Tochter, bei meiner Zweitältesten einmal die Haare ändern.
Weil mir die ein bisschen zu ähnlich aussehen. Die sehen einfach identisch aus. Die sehen aus, als wären sie Zwillinge. Deswegen würde ich hier einmal die Frisur verändern. Haare ändern tue ich immer gern. Haarfarben ändern tue ich nicht. Aber Haare ändern ergibt, also ist für mich etwas, wo ich sage, das kann man, finde ich, gut machen, weil Haare verändern sich ja wirklich. Und es ergibt für mich keinen Sinn, dass die alle komplett identisch aussehen. Müssen nicht alle gleich aussehen. Finde die Zöpfe eigentlich gut. Dann sehen die nicht identisch aus. Ja. Dann sehen die nicht identisch aus. Das finde ich gut. Die geht nach Bretonie, nach Bretagne. Wir wollen eine blutige Hochzeit. Dafür müssen wir erstmal eine große Hochzeit veranstalten. Und das haben wir ja jetzt gerade erstmal noch nicht in Planung. Ich habe aber für meinen Ältesten hier immer noch keine potenzielle Partnerin. Und die Auswahl ist... Also ich will ja nichts sagen, aber... Jetzt nicht so... Das Gelbe vom Ei. Die sind halt zu alt. Ich will halt gute Perks für ihn mitgeben, was seine Frau angeht. Und wir haben einfach keine guten Perks. Was ist das denn für ein gottloser Bart, bitte? Ja, der Bart ist schwierig. Ja, Es sieht actually wirklich ein bisschen cursed aus, aber ich will das nicht beurteilen. Mein Sohn ist faul und gefühllos. Ach, was bist du bitte für ein... So, aber hier gibt es ein paar gute Kinder. Hier gibt es, das kann ich nicht aussprechen, oder Ermengilda, die einen Amazonen-Perk hat. Aus dem Hause irgendwas, da hätten wir sogar ein Bündnis, aber das Bündnis ist nutzlos. Das Bündnis wäre besser. Mit einem Intelligent-Perk. Ein Intelligent-Perk wäre actually krass. Aber dann bräuchten wir eine, dann müssten wir tatsächlich eine, Ich glaube, wir könnten noch bessere Partien finden für ihn, wenn wir älter sind. Das Problem ist halt, er hat eine mega krasse Erbschaft vor sich, aber ich habe einen super geringen Rang. Und deswegen ist es schwer für ihn, wen zu finden. Schaffe ich es, mich zum Regenten ernennen zu lassen? Dies gilt als Machtmissbrauch und wird 25 Zwietracht bei Mitvasallen verursachen. I don't care. Ich bin jetzt die zukünftige Regentin. Oh, ich sollte die nicht alle töten. Ich bin jetzt die zukünftige Regentin meines Lehnsherrn. Was soll ich euch sagen, Leute? Was soll ich euch sagen? Ich
Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich krass wo reingesetzt habe, wo ich nicht sein sollte. So, warum willst du mir kein Gold geben? Ja, ich habe sündige Eigenschaften. So. Ich glaube, die Lehnsherr muss weg. Nee, ich muss nur dafür sorgen, dass ich Regentin dieses Titels bin im Zweifelfall. Damit, wenn mein Sohn den Titel dann erbt, ich weiter Kontrolle über meinen Sohn habe. Ich muss da auf ein paar Dinge achten. Okay, wir brauchen hier unbedingt Hilfe. Sonst wird das nichts. Wir müssen den Komplott unterstützen. Ging der jetzt noch durch? Nee. Aber es hat mich auch kein Gold gekostet. Was im gleichen Moment passiert ist. Jawohl! Und damit ist das nächste Kind weg. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Wen müssen wir noch loswerden? Sie müssen wir noch loswerden, aber ich glaube, bei ihr kann ich gerade noch nicht wieder. Aber ihren Bruder habe ich noch nicht probiert zu töten. Den König. Das heißt, das ist das nächste. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Geld. Aber den Ratsspitzel kriegen wir tatsächlich erpresst. 24 sagt also Kinder. Ja, nein. Es waren nur 2 Kinder bis jetzt. Ich meine, die Sache ist halt, ich will, dass mein Sohn anständig erbt. Ich bin eine gute Mutter. Ich bin eine gute Mutter. Für meine eigenen Kinder. Oh lol, ich kann gar nicht pilgern, weil ich der offizielle Diach bin. Stimmt. Ich bin situativ. Wie kritisch ist das eigentlich, dass mein Lehnsherr entschieden hat, mich als Diach einzusetzen, seine Affäre, mit der er 3 Kinder hat, und in der Reihenfolge danach erst seine aktuelle Frau kommt? Ein Diach hilft seinem Lehnsherrn bei dem Regieren. Und wenn mein Lehnsherr auf ein Turnier reist, übernehme ich an seiner Seite, also an seiner Stelle, die Krone und agiere als Herrscherin. Aber ich bin, glaube ich, nicht in seinem Rat, oder? Doch, ich bin auch die Grasverwalterin. Aber warum? Warum setzt er mich als Ratsverwalterin ein? Warum nicht im Ränkespiel? Wir könnten einfach ganz Spanien unterjochen. Naja, selber schuld.
Seine Frau hat ein Kind, ja, ist ja völlig irrelevant. Sein ganzer Rat komplett cursed, ja, komplett. Sein Rat ist richtig schlecht. Also, selten so einen schlechten Rat gesehen. Der Einzige, der mehr oder weniger was taugt, ist der Ratsmarschall. Aber mein Rat ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also. Hallo? Kannst du den Posten des Ratsspitzes nicht von ihm einfordern? Nee, ich krieg ja so mehr Geld. Das rentiert sich schon. Dadurch, dass ich im Hofamt bin. Nee, warte mal. Dadurch, dass ich quasi hier im Rat bin, bekomme ich halt mehr Steuern. Das heißt, ich will der Ratsverwalter sein. Für ihn ist es scheiße. Für mich ist es gut. Das passt schon. Ich könnte mit meinem Dude da tatsächlich nochmal Liebesdinge machen und schauen, ob ich vielleicht dadurch noch eine schöne Tochter bekomme. Und dann würde ich einmal das Freudenhaus. Besuchen, um meinen Stresslevel wieder zu reduzieren. Also. Woher wissen die das alles? Woher wissen die von all den Taten, die ich tue? Ich habe so einen guten Ratsspitzel. Wie finden die diese Dinge raus? Konstant. Und mein Rat mag mich auch, also bis auf meinen Ratsmarschall. Das ist ja furchtbar. Wahrscheinlich, weil sie halt nichts unterbricht, ne? Weil sie mich halt die ganze Zeit bei eigenen Sachen, also sie und hilft mir halt die ganze Zeit bei Komplotten. Und deswegen haben wir weniger Feindkomplottwiderstand. Aber ich muss die Kinder halt loswerden. Ja, ich muss halt, ich brauche die Hilfe halt. Ich krieg das halt ohne ihre Unterstützung nicht hin. Das ist halt das Problem. Wen muss ich denn da noch loswerden dafür? Den kriege ich auch tot. Den kriege ich auch einfach entführt. Irgendwie werde ich den los. Auf jeden Fall. Darum kümmern wir uns nach dem Mord. Die Stream-Snipen alle. Wow. Wow. So, haben wir den Mord gleich durch. Wir haben nicht genug Agenten hier drin, damit das mit dem Mord klappt. Wir brauchen unbedingt mehr Gold, aber wir verdienen nicht genug Geld, damit das rechtzeitig was wird. Den Mord werden wir so nicht schaffen. Ich bin zutiefst enttäuscht und entrüstet, dass wir nicht gut genug sind, um diese Dinge umzusetzen. Das wird nicht funktionieren. Es hat funktioniert. Krass. Habe ich nicht erwartet. Habe ich honestly nicht erwartet. But it did work out. So, kleines Mädchen. Deine Ausbildung wird im Bildungssektor sein. Und damit sind wir das nächste Kind losgeworden.
So, wie viele fehlen denn jetzt noch für die Erbschaft von meinem Sohn? Nur noch sie. Es muss nur noch die 15-Jährige hier sterben. Und die kann ich erst 1993 neu attackieren. Das bedeutet, wir können jetzt auf Komplotte stören gehen, um zu verhindern, dass jemand draufkommt, was wir so tun. Das Problem ist, dass sie 16 ist und verlobt. Das heißt, wenn die jetzt Kinder kriegt, werden es potenziell wieder mehr. Nee, das war die jüngere Tochter, die unfruchtbar war. Kill den Mann, das bringt nichts. Dann heiratet sie einfach einen anderen. Das bringt nichts. Wir müssen sie loswerden. Das werden wir schon. Wir dürfen es quasi in... wann dürfen wir wieder? 1093. Boah. In 7 Jahren erst wieder. Bis dahin hat die safe wieder ein Kind. Dann killen wir doch den Mann. König Marit von Kastilien. Nehmen wir den einfach mit raus. Du wirst der König von ganz Spanien werden. Ich möchte einmal... Sport im Abort. Der Abort ist ein kleiner Ort, an dem die Luft voll ist von üblen Dingen, derer man sich kürzlich entledigte, doch man ist dort so herrlich ungestört. Gomez blickt mich hungrig an und legt seine Gewänder ab, ich ebenso, und als wir uns küssen, sorgt eine Woge der Lust dafür, dass wir sowohl die beengten Räumlichkeiten als auch die erbärmlichen Gerüche um uns herum vergessen. So, wir machen einmal Liebe und das war's dann auch. Das Risiko ist zu groß, dass mein... Das Risiko ist zu groß, dass mein Ehemann mitbekommt, dass ich schon wieder eine Affäre habe. Deswegen machen wir daraus eine einmalige Geschichte. Beziehungsweise eine zweimalige. Die einmalige war Martino. Die zweimalige wird mein hoffentlich zweites Kind werden. Und dann bin ich 36 und habe 7 Kinder. Also, das läuft schon ganz gut. Oh, meine Tochter ist schwanger. Prinzessin Philippa ist schwanger. Wenn die einen Sohn zur Welt bringt, ist die Erbschaftsfolge von meinem Blut auch eine wunderschöne Geschichte. Großartig. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine gute Position. Das macht uns glücklich. Und das trotz ihrer umstrittenen Abstammung. Dasselbe mit Estefania. Und ich bin schwanger. Here we go. Wenn das jetzt eine wunderschöne Tochter wird, ne? Wenn das jetzt eine wunderschöne Tochter wird. Das ist alles, was wir brauchen. Ein wunderschönes Mädchen. Wir brauchen die guten Gene in unserer Familie. Und dann brauchen wir Inzest. Achso, Moment. In diesem Spiel. Dann brauchen wir Inzest in diesem Spiel. So, ich brauche jetzt was Gutes für meine Judith. Wer bist du? Boah, das ist ein kleines, unbedeutendes Land. Gehen wir für Prestige zu Wachs?
Okay, wir machen das anders. Was haben wir noch für gute Herzoge, zum Beispiel in Frankreich, die noch in irgendeiner Weise Kinder brauchen? Die sind halt wahrscheinlich alle schon verlobt. Der hat bis jetzt so eine Tochter und die ist auch schon verlobt. Wie schnell sind die denn alle mit ihren Bündnissen? Da, 12 Jahre alt. Der Haupterbe von was weiß ich was alles. Alles klar. Das heißt, sobald mein Mord durch ist, brauche ich bei dem ein Druckmittel. Und dann holen wir uns den Sohn, der das Herzogtum von Toulouse erben wird. Und das wird der Ehemann für meine Tochter. Dankeschön, Tadom, für die 30 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich habe das halt an mit dem Familienschaffen. Das heißt, wir haben halt super viele Familien. Während unseres üblichen Bettgeflüsters wickle ich eine Strähne des herrlichen Haars von Graf Rodrigo von Corona um meine Finger. Liebt ihr mein Haar so sehr, Sonnenschein? Vielleicht solltet ihr immer etwas davon bei euch tragen, wenn ihr eure Pflichten als Gräfin nachgeht, damit jeder sehen kann, dass ihr und ich zusammengehören. Erst dachte ich, er würde Witze machen. Doch rasch wurde mir klar, dass er wirklich will, dass ich sein Haar als Accessoire bei mir trage, sodass es alle sehen können. Ich bin jetzt Gräfin Xuana mit der Locke. Und ganz ehrlich, ich finde es unfassbar toll, weil es tatsächlich verhindert, dass ich die Lahme bin. Es ist auch ein bisschen skurril, wenn man so drüber nachdenkt, wie oft ich ihn betrogen habe. Und ich glaube, das ist der Inbegriff. Ich glaube, das ist der Inbegriff von Gaslighting. So, meine Leute. Da mein Sohn und Erbe König Cyrus noch ein Kind ist, liegt wohl auf der Hand, dass er Königreich von Galizien nicht regieren kann. Er braucht eine ruhige, feste Hand, um ihn zu führen. Zumindest bis zu seiner Volljährigkeit. Da diese Lage für eine Weile anhalten wird, muss das Reich wissen, an wen es sich zu wenden hat, wenn König Cyrus nicht persönlich Recht sprechen kann. Wir brauchen jemanden, der dauerhaft als Regent dient. Natürlich sollte ich das sein. Darf man mich jetzt Königin Mutter nennen? Ich frage für einen Freund. Warum heiße ich nicht Königin Mutter? Was glaubt ihr, auf einer Skala von 1 bis 10, wie abgefuckt ist seine Ehefrau, die bis gerade eben noch Königin von Galizien war und jetzt nichts mehr ist? Ich erbe nicht, wenn er stirbt. Und warum sollte ich das wollen? So. Mein wundervoller Sohn. Als erstes wollen wir ein Bündnis. Das ist das Erste, was wir hier machen. Als erstes wollen wir ein Bündnis. Wundervoll. Das Nächste, was wir machen wollen... Oh, ich sitze jetzt auch in seinem Rat, ne? Mein Sohn ist so viel klüger als sein Vater. Mein Sohn hat mich, seine Mutter und Regentin, als Ratsspitzel geholt. Und jetzt sitze ich da mit 23 Punkten Ränkespiel
und werde jeden töten und vernichten, der auch nur ansatzweise wagt, in Frage zu stellen, ob er auf diesem Thron sitzen sollte. Ach, wie schön. Der König wurde von deinem Mann ermordet, bitte, was? Egal. Ich hatte das nicht gesehen. Mein Ehemann hat sich an ihm gerecht, weil er meine Affäre war. Oh mein Gott. Ist das übel? Ist das übel? Oh mein Gott. Dieser arme Mann. Oh mein Gott, dieser arme Mann. Ist das furchtbar? Und das Schlimme ist, ich kann den nicht einkerkern, obwohl er Mörder ist. Krass, ich dachte, ich kann den einkerkern, weil er ein Mörder ist, aber geht tatsächlich nicht. Müsste wahrscheinlich der Vater machen. Das ist fucking, der Lehnsherr machen. Das ist fucking crazy. Oh, ist das lustig. Oh, ist das lustig. Ich finde das gerade viel zu geil. So, jetzt haben wir ein Bündnis mit meinem tollen Sohn. Und das Nächste, was wir jetzt machen wollen, ist, wir werden jetzt erstmal eine Heirat engagieren. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil er nicht an meinem Hof ist. Und ich müsste jemanden ran an ihn, also für ihn besorgen, der auf unserem Hof ist. Ich kann keine Person von einem anderen Hof anbieten. Das heißt, es wird dazu führen, dass er unweigerlich jemanden heiratet, den ich nicht mag. Das heißt, wir müssen potenziell jetzt auch potenzielle zukünftige Ehefrauen von ihm ermorden, weil wir noch keine Ehefrau für ihn besorgt haben. So, was haben wir hier? Wir können Geld abschöpfen. Verwendet was? Die Werkstatt der Macht, der Hierarchie, verwurzelt die Regentschaft von Königs ändern sich um 10. Dadurch mag er mich aber weniger. Politisches Kapital ausgeben, um den eigenen Stand zu stärken. Frömmigkeitshebel. Der Frömmigkeitshebel funktioniert nicht. Druckmittel will ich dafür nicht nutzen. Goldhebel könnte ich nutzen. Ich könnte halt Prestige nutzen. Ich weiß halt nicht, was, also mag mich dann um 10 weniger, was egal ist, weil das mein Sohn ist. Also wenn ich das jetzt mache, ich muss mir das einmal angucken, was dann passiert. Also er mag mich dann 10 weniger, aber das ist ja erstmal egal. Der ist 13, der wird seine Mutter trotzdem lieben. Da sieht man, was ich machen kann. Die Jachen können versuchen, mit Vasallen negative Gemeindemodifikatoren zu geben und erhalten bei einem Erfolg Gold. Die verwurzelte Regentschaft benötigt die Zustimmung des Regenten, um beendet zu werden. Die Jachen halten können eine kostenlose zusätzliche Änderung ihrer Vasallenbande. Die Jachen können eine Aberkennung von Titeln bei anderen Vasallen ersuchen. Die Jachen können versuchen, Ansprüche auf Titel von Mitvasallen zu fingieren. Lehnsherr zahlt kaum 75 Prestige bei Banalaktionen. Die Jachen können eine Entziehung von Vasallen unter ihrem Rang von anderen Vasallen versuchen. Die Jachen können im Reich ihres Lehnsherrn bei Mitvasallen und Höflingen eine Einkerkerung versuchen. Lehnsherrn zahlt etwas Prestige bei Banalaktionen. Lehnsherren können nicht versuchen, ihren Regenten zu entlassen. Die Jachen können ihrem Lehnsherrn ein Ultimatum stellen, indem sie sich dauerhafte Übertragung der Herrschaft fordern, wenn sie die Mehrheit der mächtigen Vasallen ihres Lehnsherrn davon überzeugen können, einen Staatsstreich zu unterstützen. Lehnsherrn zahlt horrend viel Prestige bei Banalaktionen. Staatsstreiche werden über eine Entscheidung eingeleitet, wohingegen mächtige Vasallen über eine Charakterinfektion eingeladen werden. Heilige fucking Scheiße.
Du kannst den nackig machen. Du kannst den komplett nackig machen. Also completely. Das ist richtig wild. Krasse Geschichte. Auch ein bisschen gruselig. Auch ein bisschen gruselig, not gonna lie. Warte mal, wen töte ich da gerade? Ich habe den Dude von Kastilien getötet. Ah ja, das war ihr, stimmt, das war ihr Verlobter. Das war's. Weil mein Sohn der Nächste in der Reihenfolge ist, den wollte ich töten. Aber sie werde ich halt leider noch nicht los. Aber jetzt hat sie zumindest keinen neuen Ehemann. Du brauchst eine Frau für deinen Sohn. Ja, ich kann dem keinen Sohn geben, keine Frau geben. Ich bräuchte quasi an meinem Hof, bräuchte ich eine... Oh, ich weiß, was ich tue. Also, das wird jetzt ein bisschen makaber werden. Aber ich suche mir jetzt eine wunderschöne Tochter aus, die ich gerne hätte. Oder eine stattliche Tochter. Das reicht ja auch schon. Haben wir nicht. Gibt es keine tollen Kinder hier? Was ist denn da los? Auf Standard zurücksetzen. Oberstes Reich. Und dann wollen wir weiblich. Und dann wollen wir Heiratsstatus unverheiratet. Und dann wollen wir... Kind. So. Haben wir irgendwelche... Es gibt keine Kinder mit guten Stats. Es gibt keine Kinder mit guten Stats. Also wirklich gar keine. Die sacken alle. Guckt euch das an. Was ist das für ein cursed Spielstand? Es muss halt in diplomatischer Reichweite sein. Das ist halt das Problem. Wenn das nicht in diplomatischer Reichweite ist. Hallo Maurice. Das ist der größte Cursed Run überhaupt. Da ist eine. Eine Habsburg. So. Und die entführen wir jetzt. Und wenn wir die entführt haben und sie auf meinem Hof ist, zwinge ich sie dazu, sich meinem Hof anzuschließen. Und wenn ich das mache, kann ich sie mit meinem Sohn verheiraten, der jetzt eigener König ist, weil sie Teil meines eigenen Hofs ist. Also das ist quasi der Plan. Oh nein, ich habe gar kein schlechtes Gewissen, dass ich eine Dreijährige entführe. Ich hab noch einen Sohn. Was macht ihr denn? Okay, also Maurice, lass mich versuchen, in drei Sätzen zusammenzufassen, was ich getan habe. Ich habe in diesem wunderschönen kleinen Ort in Galizien gestartet und einen wunderschönen Edelsmann geheiratet, Graf Rodrigo El Cid Camperado. Und wir haben wundervolle Kinder zusammen. Bloß, dass die ersten drei Kinder nicht von ihm sind und die letzten drei auch nicht. Die ersten drei Kinder sind von meinem ehemaligen Lehnsherrn. Das wurde auch mehr oder weniger aufgedeckt. Und der Sohn ist halt als Bastard aufgedeckt worden, König Garcia von Galizien. Ich habe ihn als Bastard legitimiert, weswegen er dann geerbt hat und jetzt einfach mal eben on the fly ein Königreich geerbt hat, obwohl ich selber nur Gräfin bin. Dann wurde das natürlich dadurch bekannt, dass ich eine Affäre habe, weshalb mein Ehemann mich gehasst hat.
Aber ich habe daran gearbeitet und mittlerweile liebt er mich über alles und auf 100%. Dann habe ich mit meinem eigenen Ehemann ein Kind bekommen und habe dann entschieden, zwei Kinder sogar, sorry, und habe dann entschieden, ich möchte wunderschöne Kinder haben und bin eine zweite Affäre eingegangen. In der Zwischenzeit bin ich draufgekommen, dass mein Sohn, der ja König von Galizien ist, in der Erbschaftsfolge von dem Königreich von Kastilien und Leon gar nicht so weit hinten an ist. Das heißt, ich habe on the fly vier Kinder getötet, weswegen er in der Erbschaftsfolge jetzt auf Platz zwei ist. Und die einzige Person, die noch davor steht, ist diese nervige Frau, die ich erst in 4 Jahren töten kann, aber dann wird das passieren. Ihre ganzen Geschwister sind bereits tot und ihr Ehemann auch, damit sie keine Kinder bekommt. Und als wäre es nicht schön genug, hat mein Ehemann an meinem geliebten und ehemaligen Lehnsherrn Rache genommen, dafür, dass ich mit ihm eine Affäre hatte und hat ihn getötet für mich, ohne dass ich irgendwas getan habe, weswegen mein Sohn jetzt König von Galizien ist und ich die Regentin dahinter, weil er halt leider erst 14 Jahre alt ist. Ach, schade. Moment, du hast dir den größten spanischen Volkshelden aller Zeiten geschnappt und ihn dann betrogen. Ja, er war irgendwann mal früher auch treuherzig, aber den Perk hat er irgendwie in den letzten 20 Jahren verloren und ich weiß nicht warum. Ah, und dazwischen habe ich noch irgendwelche Bosheiten über ihn erzählt und die dann zurückgenommen, weswegen ich jetzt ein starkes Druckmittel gegen ihn habe und ihn zu allen möglichen Dingen zwingen kann. Aber er liebt mich. Ja. Meine älteste Tochter ist mittlerweile Prinzessin Philippa in England und meine zweitälteste Tochter wird auf jeden Fall bald die im Herzogtum von Britannien Herzogin werden. Und nein, ich habe natürlich dort nicht nachgeholfen, dass die Liebschaften angenommen werden, beziehungsweise die Verlöbnisse. Und da ich halt eine kleine Grafin bin, wollten die Primärerben natürlich nicht meine Tochter heiraten, sondern nur die zweiten oder drittältesten Söhne, weswegen ältere Geschwister vielleicht im Wald verloren gegangen sind. Aber es ist zu ihrem Besten. Ich meine, meine Tochter sitzt jetzt auf einem Thron und meine zweite wird auch einen kriegen. Und meine dritte auch, daran arbeiten wir gerade. Ich glaube nicht, dass der dich liebt, der hat einfach nur Angst. Ach, Quatsch. Who is Cersei? Und wir hatten noch keinen einzigen Krieg. Stimmt. Wer braucht Kriege? Fünf Königreiche innerhalb einer Generation übernommen. Ja, und das ohne einen einzigen Krieg. Ich habe einfach halb Spanien übernommen. Ich habe als Gräfin angefangen und habe halb Spanien übernommen. Und das ohne eine einzige Schlacht. Ah, es ist toll. Es macht so viel Spaß. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Ein Mandat, das König Syros ausgegeben hat, weist mich an, nach Einnahmen für den Thron zu streben. Und eine Einkommensmöglichkeit, die von meinem Lehnsherrn derzeit gerade sträflich vernachlässigt wird, sind die Gerichte. Magistrate und niedrige Adelige belegen jeden Tag kleinere Vergehen mit Geldstrafen, wobei sie einen Großteil der erzeugten Mittel einfach einbehalten. Corona ist besonders reich am Lumpenpack und es wäre höchst gewinnträchtig, die Einheimischen für ihre Fehltritte teuer zu bestrafen und diesen Überschuss einzustreichen. Doch es wäre zugleich auch ein höchst unbeliebiges Vergehen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gut, dass das klappt und ich bin richtig schlecht in Verwaltung. Das ist scheiße. Und das ist halt beides Machtmissbrauch. Aber es ist ja egal.
Es wird halt schief gehen. Es wird halt schief gehen. Wir müssen das andere machen, auch wenn mein Sohn das nicht geil findet. Aber ich bin zu scheiße darin. Das Risiko ist zu groß. Dankeschön, Saxon, für 2 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. So, wir müssen dieses Kind bekommen. Und zwar schneller. Wir müssen dieses Kind viel, viel schneller bekommen. Dieses wundervolle Kind. 22% ist halt nix, aber es ist halt auch eine Habsburg. Es ist auch einfach eine fucking Habsburg. Das ist richtig, das wäre ein richtig gutes Kind. Ich wette, dass die tatsächlich, also dass ich ein Verlöbnis mit der wahrscheinlich sogar kriegen würde. Aber ich krieg die, glaube ich, kriege ich die so, ich krieg die nicht mit meinem Sohn verlobt. Warum nicht? Ihr habt schon zu viele Bündnisse. Ach, die hat noch keine anderen Kinder. Ich wette, wenn die einen Sohn bekommt, dann ist das kein Problem mehr, weil das Kind dann nicht mehr ihr Haupterbe ist. Ich glaube, ich muss die gar nicht entführen. Ich glaube, ich kriege das so geregelt. Die muss nur noch ein Kind kriegen. Dann ist sie nicht mehr der Haupterbe. Dann haut das instant hin. Ich glaube, ich muss die wirklich nicht entführen. Ich glaube, stattdessen arbeiten wir eher an einem Druckmittel. Das geht viel schneller, ist viel effizienter. 22% kriege ich sowieso nicht durch. Und dann zwingen wir die einfach dazu, das einzugehen. Doch, der erste Plan war ein guter Plan. Ich habe 22% Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Und ich habe nur 2 Jahre Zeit. Dann ist der 16 und sucht sich meine Schwiegertochter selbst aus. Und das wird nicht passieren. Wir werden nicht in einer Dynastie leben, in der meine Kinder sich ihre Ehepartner selbst aussuchen. This is not going to happen. Das heißt, wir müssen das anders unterbinden. So, dann gehen wir mal hier auf vererblich. Ah, guck mal. Jetzt haut das besser hin. Jetzt, wo ich das Höchstreich rausgenommen habe, haut das besser hin. Wo kämen wir da auch hin? Ja, das geht gar nicht. Das ist halt, also das wäre zumindest, also nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nee, du wirst nicht meine Schwiegertochter. Also du bist eine wundervolle Frau, aber nee. Nee, 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 nee. Wir haben halt auch keine Kinder mit ärmlichen Sachen. Außer das Mädchen hier. Und die ist halt 15 und nordisch. Aber sie ist katholisch. Aber das ist nicht gut genug. Das heißt, wir gehen hier auf Standard zurück und gehen stattdessen auf Prestigezuwachs. Das ist dann wichtiger für uns. Die ist halt 17. Die ist 1, die ist 14. Aus welchem Haus kommt die? Das ist eine komplett unbedeutende Linie. Das interessiert uns nicht. Wir brauchen irgendeine gute Frau für den. Das kann doch nicht so schwer sein. Dankeschön, Brande, für 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Kommst du aus einem guten Haus? Ah, die Eltern, die sind alle nutzlos. Oh, mein Sohn. Ich habe diese beiden versteckt in der Speisekammer vorgefunden, schreit mich ein sehr aufgebrachter Koch an. Mein Sohn Pajo und Fernan wurden von ihm hinter sich hergeschleift. Sie haben ein ganzes Fässchen Wein gestohlen und Pajo saß einfach nur da, während sich Fernan fast besinnungslos gesoffen hat, sagt er wütend. Es scheint, als ob mein Mündel seinen Mitverschwörer gedeckt und Wache gehalten hat, sich vom Umtrunk aber fernhielt. Es war richtig, dass ihr nicht mitgetrunken habt. Ich glaube, da braucht einmal jemand eine Lektion in Sachen Verantwortlichkeit. Jetzt hört doch einmal her, das Trinken ist die Grundlage von Belustigung. Wir können dem fleißig einverleiben. Fleißig, das ist toll. So, und dann brauchen wir hier einfach
noch irgendwas Wichtigeres, irgendwas, was prestigetechnisch, irgendwas, was Besonderes ist. Gibt's nicht. Sind alle crap, die Kinders. Und zu alt. Alle crap und zu alt. Und auch alle keine spannenden Sachen. Dragomira Rennert aus dem Haus Rennert. Haben die irgendwelche... Die haben auch, also die sind auch einfach, also... komplett unbedeutend. Aber die wäre zumindest schlau. Es ist so schwer. Es ist so schwer, irgendwas Sinnvolles für meine Söhne zu finden. Aber ich habe das Gefühl, dass das zumindest einigermaßen was ist. Also die bringt zumindest irgendeinen Perk mit, wenn es halt sonst schon nichts ist. Ich würde sagen, das machen wir. Dann ist es zumindest irgendein Perk, der mit reingeht. So. Wie war das jetzt nochmal mit ihr? Wo wollte ich sie nochmal rein investieren? Ah, hier. Genau. Die wollte ich mit meiner Tochter. Und da brauchen wir auch ein Druckmittel. Genau, da brauchen wir ein Druckmittel. Der ist jetzt selber ein Graf mittlerweile. Das heißt, ich muss gegen ihn ein Druckmittel fingieren. Was nicht geht, weil er ein Kind ist. Und wir haben zu viele Bündnisse, deswegen will er sie nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Dann müssen wir warten, bis er 16 ist. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Tschüss und danke fürs Zugucken. Jetzt habe ich hier zwei kleine Schönlinge als Söhne. Jetzt habe ich hier zwei kleine Schönlinge als Söhne. Schwierige Geschichte. Wir können bald noch ein Prachtturnier veranstalten. Dass sie die nicht nehmen wollen. Dass sie die nicht nehmen wollen. Das ist echt scheiße. Kannst du nicht schwanger werden? Mach doch noch ein Kind. Bitte. Mach doch, wenn du noch einen Sohn bekommst. Du musst nur einen Sohn bekommen. Das wäre das perfekte Verlöbnis. Nee, Inzest ist verboten, leider. So, meine zweite Tochter ist weg.
Herzogin Estefania von Bretagnen. Ich bin zufrieden. Also meine Töchter haben zumindest gute Partien. Ui, und die hatten einen kleinen Riesen geboren. Crazy. Die hatten einen kleinen Riesen geboren. Also meine drei ersten Kinder sind ja absolut gelungen, wenn man so schaut. Prinzessin Philippa, Herzogin Estefania und König Cyrus. Das könnte schlechter sein, ne? Was bedeutet kleiner Riese? Das heißt, dass der Sohn den Perk Riese hat. Was Kampfgeschick plus 6 gibt, einen kleinen Gesundheitsmalus, Anziehungsminus, aber es halt wird ein krasser Kämpfer werden, der es ein Jahr alt hat und schon, hat schon 7 Kampfgeschick. Aber er ist halt noch ein Baby, deswegen habe ich ihn kleiner Riese genannt. Ich müsste einmal kurz auf die Toilette gehen und in dem gleichen Atemzug würde ich meine Dogos ganz kurz Pipi machen lassen. Also ich bin hier, ich spiele, es geht weiter. Das ist das, was ich sagen wollte. Dankeschön, Turgeras, für 31 Monate. Vielen lieben Dank. Ich habe, mir ist was sehr Kluges aufgefallen. Ich versuche ja jetzt meinen zweitältesten Sohn an die Reginlind von Habsburg zu bekommen und arbeite da ja gerade an einem Druckmittel gegen ihre Mutter, damit sie dem zusagt. Und theoretisch gesehen möchte ich ja da sowieso eine pompöse Hochzeit planen. Und daraus könnte ich natürlich eine blutige Hochzeit machen und könnte die ganze Verwandtschaft aus dem Weg räumen, was dann ja dazu führen würde, dass sie die Sachen erbt. Achso, nee, das ist, warte mal, die soll an wen anderen? An wen sollte die? An meinen Sohn. An meinen älteren Sohn. Und dann haben wir eine Regin Helind von Habsburg verlobt mit meinem Sohn und Erben und König von Galizien. Kommst du denn nicht in der Gitter? Wer soll mich denn einsperren? Mein Sohn? Try me. So. Ich habe ein hartes Druckmittel gegen sie. Und damit habe ich ein starkes Druckmittel. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt ausreicht, um die Heirat mit meinem Sohn und Spielerben umzusetzen. Und wir würden auch eine Prachthochzeit feiern, weil wir hatten noch keine. Und das ist sehr, sehr passend. Und damit kriege ich sie dazu gezwungen, dass ich bräuchte die Prachthochzeit nicht mal mehr, ne? Aber ich würde sie machen, weil ich einfach das Event einmal umsetzen möchte. Und damit habe ich jetzt eine Ehefrau für meinen Sohn. Und es beruhigt mich, weil jetzt weiß ich, dass er eine gute Ehefrau aus einem guten Hause bekommt. Und das ist für mich wichtig. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass er in ein gutes Haus hineinheiratet. Das heißt, es muss sie, jawohl. Wundervoll. Jetzt haben wir auch noch ein Bündnis mit Gräfin Ida von Aargau, was bei das mir völlig egal ist. Viel wichtiger ist, dass ihre Haupterbin mit meinem Sohn verheiratet ist. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich auch mich durch ihre Familie durchschnetzeln und dafür sorgen, dass die ganzen anderen Kinder, die sie noch kriegt, nicht erwachsen werden. Weil dann haben wir einfach so eine Grafschaft mehr. Er ist halt irgendwie irgendwo eine kleine Grafschaft im Nirgendwo. Ist eigentlich völlig irrelevant, aber wir haben eine mehr. Okay, damit haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Für ihn haben wir jetzt hier eine Frau gefunden. So, was machen wir mit dir, mein Kind? Dich wollten wir an Herzog Guillem verloben, oder? Nee, an seinen Sohn, der 14 Jahre alt ist. Und diese Entscheidung muss er übernehmen, das muss er annehmen.
Das kann nicht sein Vater machen, weil er schon ein eigener Regent ist. Und ich krieg gegen ihn kein Druckmittel. Ich muss warten, bis er 16 ist, damit ich ein Druckmittel bekomme. Aber dann kriegen wir sie dort rein. Okay. Dann muss ich überlegen, was machen wir mit den zwei Jüngsten? Die sind erst 4. 4 und 1. Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen warten, bis ich mich darum kümmere, wen die heiraten. Ich bin sehr glücklich, dass ich das mit meinem Sohn geklärt habe, bevor der 16 Jahre alt wird, bevor der eigene Entscheidungen treffen kann. Mein Gemahl, Graf Rodrigo, stellt mir einfach eine Frau vor. Meine Gräfin, darf ich euch Mencia vorstellen? Sie hat Anspruch auf den Titel Grafschaft von Salamanca. Ich werde keinen Krieg führen. Das ist nicht meine Aufgabe. So. Mein Sohn sackt halt leider mega. Das ist halt so ein bisschen... Ich würde gern Einfluss auf den nehmen. Aber das geht leider nicht. Ich kann auch meine Vasallenbande ändern. Aber ich will das Druckmittel dafür nicht aufbrauchen. Das ist nicht worth it. Dankeschön, anonyme Tigerente, für den Prime-Sub. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Meine Kinder haben alle einen Vormund, ja. Meine Kinder sind alle in Ausbildung. Aber war leider nicht erfolgreich. Der war in Ausbildung bei ihm. Und obwohl er bei ihm in Ausbildung war, ist er absolut missraten. Bis jetzt. Leider. Man muss sagen, leider. It is what it is. So, ich habe die Stufe 2 bekommen. Privilegien umverteilen. Schauen wir mal, ob das klappt. Oh, das hat funktioniert. Lol. Damit habe ich mir gerade Geld geklaut. Das ist ja... Das ist ja spannend. Kann ich das bei dem hier auch machen? Ah, das kann ich erst im August wieder machen, in einem halben Jahr. Aber das passt ja. Am Samstag kommt das nächste Pen und Paper. Dankeschön, das ist sehr nett, anonyme Tigerente. Das ist total lieb. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Danke für die lieben Worte auch. Und diesen Samstag ab 18 Uhr gibt es das nächste Pen und Paper auf meinem YouTube-Channel. Die ist leider noch nicht schwanger, aber das wird schon noch. So, was ist jetzt mit der Habsburger? Haben wir schon geklärt. Ist schon verlobt. Den Punkt haben wir schon. Ist schon verlobt mit der Habsburger. Ich würde die gerne auch noch erziehen. Aber das wird die eh nicht annehmen. Und die hat die Mutter als Vormund. Und es wird schon. Ich habe nur getan, was ich tun musste, um eure Ehre zu verteidigen. Cyrus stellt eine sonderbare Mischung aus starkem Stolz und leichter Besorgnis zur Schau, als er erklärt, was mir da gerade widerfährt.
Offenbar hat er in seinem Eifer, den Familiennamen zu verteidigen, meinen Feind Emil Jacha in dessen Heim aufgelauert. Cyrus war in der Lage, Jama im Zweikampf zu bezwingen. Lol, was? Okay. Mein Sohn macht komische Dinge, um meine Ehre zu verteidigen. Das ist so problematisch, wenn 15-jährige pubertierende Jungen Könige sind. Ja, ist nicht gut. Heirat ist ja schon durch. Da gibt es ja gar nichts mehr, was wir hier machen müssen gerade. So, in was für eine Phase sind wir übergegangen? Feindseligkeit. Ja. Ach ja, die Hormone. Kannst du nicht den Titel von deinem Sohn übernehmen? Wozu? Also ich könnte das über die Regentschaft machen, das wäre ein langer Aufwand, das zu tun. Aber es würde mir ja tatsächlich nichts bringen, das zu machen. Weil, also, was habe ich davon? Es ist ja eh mein Haupterbe. Er übernimmt ja sowieso alles. Und ich habe ja so eh alles unter Kontrolle, was ich brauche. Und alle meine Bündnisse. Und ich bin auch mächtiger als er. Er ist zwar der König von Galizien mit 2000 Mann, aber ich habe tatsächlich... Ich bin tatsächlich mächtiger als er, weil ich so viele Bündnisse habe. Ach, gucke mal, Leute. Er hat zumindest noch zäher Soldat bekommen. Er ist immer noch scheiße. Aber zumindest keine komplette Katastrophe. Eine meiner Pflichten als Regent besteht darin, das Mandat zu erfüllen, das mir König Cyrus erteilt hat. Und derzeit braucht es dafür klingende Münze. Ich habe mir das Hirn zermartert, was neue Einkommensquellen für die Krone anbelangt. Und ich komme immer wieder auf die eine offenkundige, wenn auch ungewöhnliche Antwort. Die Kirche. Da in diesem Zusammenhang eigentlich der Brauch gilt, für die meisten Formen der Besteuerung eine Ausnahme zu machen, wäre eine besondere Abgabe in Sachen der Kirche wahrscheinlich lukrativ. Sie wäre nur nicht sonderlich fromm. Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, geht gegen Null. Das können wir nicht machen. Würden deine Bündnisse dann auch gegen deinen Sohn mit dir kämpfen? Ja, auf jeden Fall. Meine Bündnisse sind nicht in unserem spanischen Reich. Wir haben einmal Graf Royal Map Jolie von Corneil in Bretonien. Wir haben einmal Gräfin Ida von Aargau. Wir haben, wobei die wahrscheinlich nicht mitkämpfen würde, weil die auch mit ihm ein Bündnis hat. Wir haben einmal Herzog Mars Map Havis von Britannien. Wir haben einmal Prinz Owain Il Ad Maredut von De Bart in Wales. Das ist alles nicht in Spanien. Die haben alle kein Bündnis mit meinem Sohn, sondern nur mit mir. Also, ja, würden sie. Ich bin in meiner Position mächtiger als mein Sohn, obwohl er König ist. Das ist sehr lustig. So. Jetzt können wir zwei feindselige Komplotte parallel machen. Das ist gut und wichtig und sinnvoll. So, der ist 14. Er ist immer noch nicht alt genug, um sich da einzumischen. Das passt alles. Ich möchte hier noch ein Druckmittel dann figieren. Das geht aber erst in einem Jahr wieder. Aber das machen wir sicherheitshalber, um einfach mal sicher zu gehen, dass wir da auch genug haben. So. Du, dich kann ich immer noch nicht töten. Du hast auch noch immer keinen neuen Ehepartner und du bist auch scheiße verwundet. Die Frage ist halt, kriege ich deine
kriege ich deine Dings getötet. Deinen Hofarzt. Ja. Ohne Hofarzt heilen Verletzungen schlechter. So. Ich will nicht noch ein achtes Kind. Ich habe genug Kinder. Das reicht mir jetzt erstmal. Dass ich die auch nicht wegbekomme hier. Aber was kann ich noch machen? Ich kann darum kümmern, dass in der Familie auch sämtliche anderen Anwärter für den Thron ums Leben kommen. Das bedeutet, sie muss auch weg. Sie hat viel zu viele Ansprüche. Weil damit sind die anderen Leute, die sich gegen ihn auflehnen könnten, auch weg. Wen haben wir denn noch, wer ein Anrecht auf das Haus hätte? Sie muss weg. Ich töte alle, die Ansprüche für das Königreich von Galizien haben. Wenn keiner mehr einen Anspruch hat, kann sich auch niemand auflehnen. Auf jeden Fall das Tutorial in Ruhe spielen, damit lernt man alles abnormal hier nie. Also, aber wirklich das Tutorial spielen, auch wenn es lang braucht. So, dann kann ich meinen Sohn auch noch huldigen. Aber da muss ich hinreisen für, ne? Um das zu machen. Das machen wir. Wir latschen da einmal rüber, sagen, oh, toller Ehemann, Sohn, wir finden dich großartig. Alles Weltklasse. Und dann ist gut. Ich habe doppeltes Attentat schon. Ja, die laufen auch schon parallel. Das läuft alles schon. So, wir wandern da einmal lang. Ja, hallo, du bist toll. So. Wir haben das erste Dynastievermächtnis. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Und wir haben tatsächlich... Ja gut, wenn man stundenlang meine Streams schaut, dann ist das auch ein Tutorial. Wir haben tatsächlich neue Sachen, die wir hier lernen können. Es gibt Metropolit, das gab es schon. Es gibt Klüngel, das ist neu. Es gibt Gebräuche, Aktivitäten, Kriegskunst, Gesetz, Verschlagenheit, Blut, Gelehrsamkeit, Ruhm und Sippe. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist Klüngel neu, dann sind Gebräuche neu und dann sind Aktivitäten neu. Oder? Nee, Gebräuche haben wir auch schon länger. Klüngel und Aktivitäten sind auf jeden Fall neu. Oh, danke schön für den Raid. Oh, das ist sehr nett. Vielen, vielen lieben Dank für den Raid und Hallöchen an alle. Ein wunderschön. Ach, Klüngel war auch Iberia. Echt? Dann ist das relativ neu. Und vielen, vielen lieben Dank für den Raid auf jeden Fall. Hallöchen an alle. Lasst mich einmal zusammenfassen, was wir bis jetzt in diesem Spielstand gemacht haben. Wir haben heute ganz neu gestartet mit diesem Run. Wir haben vorab die Chance, das neue DLC Tours and Tournaments zu spielen. Das ist ein Placement mit Paradox, wobei das Placement mit Paradox vor 3 Stunden geendet ist, weil sie quasi mich dafür bezahlt haben, 2 Stunden in das Game reinzuschauen. Und wie wir das kennen, spielen wir es danach 12 Stunden, weil ich liebe Crusader Kings 3. Das ist mein absolutes Lieblingsgame. Und wir testen quasi gerade dieses neue DLC aus, das am 11.05. tatsächlich live geht. Macht mega, mega Spaß. Und ja, was haben wir getan? Ich habe in Coruna, einer kleinen Provinz in Spanien, gestartet. Ich spiele immer noch mit meinem ersten Charakter in diesem Run. Ich bin eine kleine Gräfin,
Und ich führe auch keine Kriege, warum sollte ich? Und habe den berühmten spanischen Helden Graf Rodrigo el Cid Campeador geheiratet. Wir haben viele Kinder, wobei, wenn man genauer hinsieht, man drauf kommt, dass von unseren offiziell 7 Kindern nur 2 von ihm sind. Die ersten 3 Kinder habe ich gehabt mit meinem ehemaligen Lehnsherrn, dem König Garcia II., oder auch der Schläfer von Galicia. Mit ihm sind meine 2 älteren Töchter, deswegen haben sie auch eine umstrittene Abstammung. Und dann auch mein Sohn, ein legitimierter Bastard, der leider auch ganz zufälligerweise sein erster Sohn war. Und deswegen mal eben salopp den Titel Königreich von Galizien geerbt hat. Mein viertes und mein fünftes Kind sind tatsächlich mit meinem Liebhaber. Und meine 2 jüngsten Söhne habe ich mit einer anderen Affäre, aber die ist unwichtig. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Gott. Ich habe mich darum gekümmert, dass meine Töchter tolle Posten bekommen. Wir sind Prinzessin Philippa von Döbert, ist hier mit dem Erben aus dem Fürstentum von Döhebert verheiratet. Herzogin Estefania mit dem Dude aus der Bretagne. Es ist absolut Weltklasse. Mein Ehemann, der mich gehasst hat zwischenzeitlich, weil ich ihn betrogen habe, liebt mich mittlerweile und hat für mich meinen tatsächlichen ehemaligen Geliebten und König getötet, weswegen mein Sohn jetzt direkt schon Herrscher von Galizien ist. Und dann bin ich drauf gekommen, dass mein Sohn in der Erbschaftsfolge für Kastilien auch ganz oben mit dabei ist. Das heißt, ich habe 5 Menschen getötet und es ist nur noch eine Person zwischen meinem Sohn und noch 2 weiteren Königstiteln, was absolut großartig ist. Er ist verlobt mit Reglind von Habsburg. Ich bin Österreicherin. Die Habsburger kommen mir sehr nah und sehr sympathisch vor. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es geschafft, innerhalb von einer Generation 3 Königstitel zu vererben, ohne einen einzigen Krieg zu führen. Und habe mit einer Grafschaft begonnen. Es ist großartig. Also 3 sind es noch nicht. Das wird es auf jeden Fall noch werden. Beim Königreich von Kastilien fehlt nur noch diese Dame. Und die können wir ab dem 1000, also ab in 3 Jahren töten. Das wird. Ihren Ehemann habe übrigens auch ich getötet, damit sie keine Kinder bekommt. Ja, das ist das, was wir machen. Ja. Ecke, schau dahin, 3 Königstitel ohne Krieg, schau dahin, so geht das. Man muss an der Stelle sagen, dass ich tatsächlich schon mal eine direkte Challenge gespielt habe, um zu schauen, wie weit ich komme, ohne Krieg zu führen. Und das tatsächlich, also das Extremste, was ich gemacht habe, das war auch im Stream, war, dass ich in Sizilien angefangen habe mit einer Grafschaft und mit 3 Kindern innerhalb von einer Generation 2 Kaisertitel und einen Königstitel gestohlen habe. Also mein ältester Sohn wurde Kaiser des Römischen Reichs, mein zweitältester Sohn Kaiser des Byzantischen Reichs und mein dritter hat einen Königstitel bekommen und die Mutter war Gräfin und hat keinen einzigen Krieg geführt. Das heißt, das war eine Challenge, weil ich halt ausprobieren wollte, was geht. Aber da hatte ich auch sehr, sehr viel Glück tatsächlich. Das funktioniert unfassbar gut. Deswegen, als Frau zu starten, hat Nachteile, aber auch Vorteile. Es funktioniert. Ich habe den Bastardsohn legitimiert, weil der Bastardsohn in mein Haus ging. Dadurch, dass es, also das Schöne ist, wenn du als Frau eine Affäre mit einem Herrscher eingehst und ein Kind bekommst und nachweisen kannst, dass dieser Herrscher der Vater dieses Kindes ist, dann wird das Kind in dein Haus geboren, weil ihr nicht verheiratet seid. Und wenn du den Sohn dann legitimierst, dann ist es ein legitimierter Bastard in deiner Dynastie, der also erbberechtigt ist, der aber auch vom Vater erbt, weil es ein legitimierter Bastard ist. Das bedeutet, mit der Legitimation ist er zwar in meiner Familie, aber dadurch, dass er legitimiert ist, ist er anerkannt und darf erben. Und das heißt, dadurch, dass der Dude, also sein Vater, keine anderen, warte mal, wo ist er? Dadurch, dass sein Vater keinen anderen Sohn geboren hatte davor, hat dadurch mein Sohn geerbt, obwohl er nicht in der gleichen Dynastie ist.
Du musst nur darauf achten, dass er der älteste Sohn ist, der überlebt, wenn der Vater stirbt. So. Ah ja, wir wollten Dynastievermächtnisse erstmal anschauen. Was ist denn Aktivitäten? Oh, traditionelle, die Abijah-Rainer-Hochzeiten. Prachthochzeiten sind 50% günstiger. Prachthochzeiten erhalten plus 15 Bonusakzeptanz. Erhöhte Chance, eine zweistellige, starkes Druckmittel bei Lizenz zu erzeugen, denen ihr bei Prachthochzeiten gefällt. Oh, ich möchte diese Hochzeiten, die möchte ich haben. Das klingt ultra geil. Ich glaube, ich würde für die Hochzeiten gehen. Das wird dann auch günstiger. Wir wollen eine blutige Hochzeit. Ja, das kommt schon. Das kommt schon. Die muss nur erstmal, die muss noch 10 Jahre älter werden. Dann haben wir eine blutige Hochzeit. Ich muss eh Geld sparen dafür. Ich muss nur Geld sparen dafür. So, ich bin bei meinem Sohn immer noch, jawohl. Bin ich auch immer noch die Regentin? Also ich, dadurch, dass ich bei ihm war und ihm Treue geschworen habe, bin ich leider gerade nicht mehr in charge. Aber ich glaube, ich müsste trotzdem noch die designierte Regentin sein. Ja, das heißt, sobald er sich wohin bewegt, bin ich immer noch die, die das Sagen hat. Solange er zu Hause ist, ist das kein Problem. Aber das ist auch ganz gut. Ich muss halt Geld sparen, die Prachthochzeit. Ich meine, die ist jetzt auch billiger. Die war vorher bei 400 irgendwas. 235 ist auf jeden Fall jetzt besser. Wer will einen Waffenstillstand? 75 Gold für einen Waffenstillstand, ja klar. Ich führe sowieso keine Kriege. Gib mir Geld. Gib mir alles Geld der Welt. So. Wusste ich nicht, dass der Sohn dann zu der Familie davor gehört. Sehr stark gespielt. Dankeschön. Dankeschön. So. Genau, für meine Tochter Judith brauche ich auch noch einen guten Ehemann. Ah, der ist immer noch 15. Kannst du nicht schneller älter werden? Wann bist du denn, wie lange brauchst du denn, um 16 zu werden? Im November. Das ist nicht mehr so lange. Ist es eigentlich schlauer, auf einen Vermächtnispfad zu gehen oder entwickelt sich das so mit dem Verlauf des Spiels? Ich fokusse meist einen Pfad. Also wenn du tryharden möchtest, ja. Wobei ich halt das Ganze mittlerweile nur noch als RP spiele. Also ich versuche selber nicht mehr zu minmaxen, sondern ich nehme mir quasi ein Ziel vor und versuche dann einfach das Ziel zu verfolgen, RP-technisch. Und es macht übel Laune. Mein Ratsverwalter Gomez verzerrt vor Angst das Gesicht, als ich die Kaserne besuche. Louis versucht ihm zu helfen und hebt eine Augenbraue, als er mich bemerkt. Wird denn wenigstens die Fürstin zu hören bekommen, was geschehen ist? Gomez hebt sofort den Kopf. Herrin, was ich sah, war nie für menschliche Augen bestimmt. Furchtbare Gestalten warfen Steine aus Schwarzpulver von den Zinnen hinunter. Wenn sie ihre Feinde trafen, fliegen die Steine zu brennen und donnern an. Sie haben einen Mann in zwei Hälften geschnitten, Herrin. Louis nickt interessiert. Vielleicht könnten wir auch über diese Macht gebieten. Dann kriegen wir Blitzsteine. Ich will Louis nicht töten. Jetzt haben wir Blitzsteine. Toll. Wartet mal. Warum habe ich so viel Stress? Oh, lol, ich könnte den Krieg
ich könnte ihr den Krieg erklären. Aber das will ich nicht, das bringt mir nichts. Ich will sie töten. Und nicht den Krieg erklären. So, wir gehen einmal in ein Freudenhaus. Ja, damit wir den Stress ein bisschen reduzieren. Ein paar Liebschaften. Okay. Na los. Sind wir? Ja, wir sind ihren Dings noch nicht losgeworden. Oh nein! Oh nein, ist das widerlich. Das Brennen in meinem Schritt wurde derart unerträglich, dass ich mich entschuldigen und meine Gemächer fliehen musste. Endlich alleine wollte ich mit dem Kratzen etwas Erleichterung verschaffen. Doch Erleichterung suchte ich vergebens. Meine Finger fanden nur Pusteln, die sie aufrissen. Ich hab jetzt Liebesbläschen. Gut, dass ich schon 40 bin und nicht mehr vorhabe, neue Kinder zu bekommen. Das ist ekelhaft. Deshalb immer verhüten, Kinder, ja. Ist ja wirklich so. Kann kein Arzt das machen, nicht gegen Geschlechtskrankheiten. Wenn du Liebesbläschen hast, hast du Liebesbläschen. Alter, das ist großartig. Meine beiden Töchter haben also ich habe so tolle Kinder. So Prinzessin Philippa, Herzogin Estefania und König Siros. Meine ersten drei Kinder sind so gut gelungen. Sie hat als erstes Kind einen Sohn geboren. Das heißt, meine Blutslinie ist auf jeden Fall in zwei anderen Dynastiehäusern festliegend. Egal, ob diese Männer jetzt noch Affären und Liebschaften haben werden, die Haupterben sind auf jeden Fall meinem Hause entsprungen. Es ist großartig. Es ist absolut großartig. Es ist absolut Weltklasse. Ich könnte nicht stolzer sein auf meine Töchter, wenn die zwei Jüngsten doch bloß auch Töchter wären. Vier Söhne sind halt nutzlos. Keiner braucht vier Söhne. So. Wir haben Oktober, wir haben es bald. November, wir sind fast da. Noch einen Monat. Dann können wir ihn erpressen und dazu zwingen, meine Tochter zu heiraten. Ui, mein kleiner Sohn könnte hinterlistig werden. Oh ja, hinterlistig passt zu dir. So, wer war das? Warum wollte ich dich töten? Ah ja, dich wollte ich töten, damit deine Königin an ihren Verletzungen stirbt. Du bist quasi einfach nur ein Kollateralschaden. Eigentlich wollte ich nur deine Königin töten. Und die ist verletzt. Und wenn sie keinen Arzt mehr hat, ist das für sie ein größeres Problem. Ich will jetzt gerade nicht Schach spielen. So, und damit wird das Kind getötet. Das ist die kleine Halbschwester von meinem Sohn. Die habe ich auch einmal beseitigt, weil es mir darum geht, dass es... Oh, die ist leider in den Tod gestürzt. Mit 7, es tut mir sehr leid. Ich töte quasi alle, die ein Anrecht auf das Königreich von Galizien haben, damit es auch einfach gar keine Aufstände geben kann, weil er halt ein Bastard ist und das ist halt immer ein potenzielles Risiko, so jemanden am Leben zu lassen. Quasi so jemanden, wenn so jemand versucht, König von irgendwas zu werden. Das heißt, wir töten jeden und alle, die in irgendeiner Weise ein Anrecht auf diesen Titel hätten. Damit mein Sohn auf jeden Fall König von Galizien bleibt. Ich bin nicht größenwahnsinnig. Sie ist nur Gräfin, da gibt es sich zu teilen. Ja, ich habe nur eine Grafschaft. Das wird sich auf meine Erbschaftsfolge fixt. Und mein ältester Sohn ist der Einzige, der Anrecht auf Königstitel hat, weil er der legitimierte Bastard des Königs ist. Meine anderen Söhne sind nicht die Kinder des Königs. Die erben gar nichts. Sie haben nur Anrechte auf meine Grafschaft.
Also mein ältester Sohn ist quasi mein Goldjunge. Der erbt alles. Also ich habe tatsächlich kein Problem an der Stelle gerade. Alles ist entspannt. So, dann können wir uns darum kümmern. Ich habe ja Ritter. Sind die alle verheiratet? Nein. Für dich gibt es bestimmt gleich auch noch eine wundervolle Frau. Da, eine 34-Jährige. Nimm sie. 48, 34, optimal. Vielleicht wird daraus noch ein Kind. Verheiratet, ja. Verheiratet, ja. Er hat auch Liebesbläschen. Und seine Frau auch. Ja, wundervoll. So. Da ist er. 16. 16 Jahre alt. Druckmittel fingieren. Let's go. Du wirst meine Tochter heiraten. Auch wenn du das jetzt noch nicht glaubst. Gib dem Ganzen 13 Monate. Dann wirst du sie für deine Traumfrau halten. Gut, dann haben wir die Tochter auch untergebracht. Was mache ich mit meinen kleinen Söhnen? Was mache ich mit meinen kleinen Söhnen? Achso, wir brauchen da was anderes. Wir brauchen... Als ich unter die Decke zu Rodrigo schlüpfe, spüre ich voller Grauen ein triefendes Bläschen an seinen Intimorganen. Habe ich es ihm angetan? Mein Schatz, ich kann euch gar nicht sagen, wie leid es mir tut. Und dann vögeln wir weiter. Weltklasse. Das passt besser und dann gehen wir da auf diese Ausbildung und gucken, dass das besser wird. Deinem Sohn wurde der Kopf abgebissen im Fight. What the fuck? Hast du das einen Grund, dass du keine Agenten einlädst zu dem Mordkomplott? Ist das zu teuer? Weil ich erstmal schaue, wie viel sich selber anschließen. Also es gibt immer noch, also ich hole quasi Agenten immer erst später ran, wenn halt weniger Zeit vergangen ist. Weil die Wahrscheinlichkeit auch immer besteht, dass sie sich einfach von sich aus anschließen. Und ich deswegen einfach nochmal, ich warte einfach ein bisschen davor, um halt sicher zu gehen. Und erstmal zu gucken quasi. So. Ui, Heul de Cornel ist gestorben. Das heißt, der Sohn hat alles geerbt, ist damit jetzt noch mächtiger und er ist mit meiner Tochter verheiratet und ist mit mir verbündet. Alles großartig, alles Weltklasse. Also, ich muss sagen, dafür, dass meine beiden Töchter keinen Schönheitsperk haben, sind sie, finde ich, einfach so jetzt subjektiv betrachtet, echt schön. Also, ich finde, die haben echt richtig hübsche Gesichtszüge. Insbesondere die zwei, ich meine, das ist, glaube ich, das gleiche Gesicht. Die sehen aus wie Zwillinge mit ein bisschen anderen Haaren. Aber ich finde die richtig, richtig hübsch. Aber so wichtig ist es nicht, Chris. Das ist das Gold mehr wert in dem Fall. Die Morde, die ich da gerade mache, sind On-the-Fly-Morde. Und nichts, was jetzt irgendwie primär eine Wichtigkeit hat, dass das jetzt ganz schlimm wäre, wenn das nicht funktioniert. So, was mache ich mit den Kleinen? Ich weiß nicht, was ich mit den Kleinen tun soll. Rachturnier können wir nicht machen, wir müssen Geld sparen. Aber ich habe auch so wenig Geld. So wenig Kohle. Aber wir müssen das höfische Ränkespiel jetzt erstmal hier unterstützen. Und dann können wir hier, da sind wir auch schon auf Unterstützung gegangen, naja.
Okay. We wait. Ha, das war kritisch mit dem Vieh. Ah, das neue DLC finde ich richtig, richtig cool. Ja, aber das Problem ist, ich will eigentlich nicht, dass die nutzlosen Söhne Mönche werden, weil die den wunderschönen Perk haben. Viel sinnvoller wäre es, die mit irgendwelchen Mädels zu verheiraten, die auch eine vererbliche Eigenschaft haben, die positiv ist. Dann habe ich im Zweifelfall zumindest Kinder in der Familie, die geile Erbschaftsdinge machen. Und dann habe ich in ein oder zwei Generationen Cousinen ersten und zweiten Grades, die ich halt irgendwie reinballern kann. Oh, die Mutter ist gestorben. Warum ist die so verletzt? Das ist großartig, dann brauchen wir gar keine blutige Hochzeit. Aber warum ist dieses arme Kind so verletzt? Bitte stirb nicht, du bist wunderschön. Du musst meinen Sohn heiraten. Kacken. Das ist nicht gut. Meine zwei jüngsten Söhne sind leider richtig scheiße in Rittersachen. Also vielleicht könnte aus dem noch was werden, aber der Kleinste hat zart als Eigenschaft. Aus dem wird kein Assassine. Doch nee, wir wollen noch eine blutige Hochzeit. Ja, da müssen wir... Ach, was ist denn mit... Was ist denn das für ein Bart? Was soll das denn? Alter, der durchlebt auch seine Pubertät ganz speziell. Wir müssen, glaube ich, eine andere blutige Hochzeit feiern. Weil das ist... Wir haben da keine Familie, die wir abschlachten können. Aber wir haben ja noch einen jüngeren Sohn. Ich kümmere mich erstmal darum, dass meine Tochter in einem guten Bündnis landet. Und dann schauen wir, was wir mit den kleineren Söhnen anfangen. Da können wir auch noch eine rote Hochzeit umsetzen. Der Pornobalken. Nein, das ist kein Bartshaming. Nein, nein, das ist ja auch alles völlig im Rahmen. Der hat geheiratet. Ich muss seine Frau töten. Ha! Hoppala! Das wurde aufgedeckt, dass ich da wen getötet habe. Das ist aber ärgerlich. Jetzt bin ich auch noch eine Mörderin. Das ist nicht so gut. Ach, ich kann Mörderin nicht entfernen lassen, nur Ehebrecher. Muss ich das nacheinander machen? Ich gebe dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit. Jetzt kommt alles raus. Ach Quatsch. Es gibt eh niemanden, der was dagegen tun kann. So. Und damit sind die nächsten zwei weg, die wegen dem Titel irgendwie ein Problem hätten sein können. So, wer ist der Nächste? König Sancho, der Verführer. Der könnte, aber der ist so, ich glaube, da muss ich gar nichts mehr machen. Ich glaube, da wird erstmal nichts mehr so Großartiges draus werden. Wer ist denn noch in der Erbschaftslinie ein Problem? Sein Sohn. Den könnten wir noch entfernen. Und sonst alternativ. Ich glaube, bei dem muss ich mir keine Sorgen machen. Der sitzt da unten irgendwo. Wer wäre denn noch? Irgend so ein Junge? Ich glaube, das brauchen wir nicht. Das ist alles jetzt entspannt. Ich glaube, das ist mittlerweile so weit weg. Also wenn ich einmal gucke. Das ist mittlerweile so ausgedünnt alles. Das war ich, das war ich, das war ich. Das war ich. Achso, das ist das Gleiche. Das war ich. Das ist so ausgedünnt. Muss mir da eigentlich, glaube ich, keine Gedanken mehr machen gerade.
Ah, stimmt, die Anspruchsteller hier, die könnte ich auch noch, die könnte ich noch entfernen, das wäre auch ganz gut. Den könnte ich noch rausschmeißen. Wobei es ist halt ein Fallen, es ist nicht durchsetzbar. Was ist mit dem? Ich glaube, das ist actually die einzige, die eine Gefahr sein könnte. Und sie muss halt weg. Aber sie, Kai, geht erst mit 93. Sie geht erst mit 93, das heißt, das braucht noch ein bisschen. Also im Jahre 93 quasi. So, aber die muss weg. Boah, der geht's nicht gut, ne? Ich hoffe, die überlebt. Ich hoffe echt, die überlebt. Ich habe das Sondergebäude hier schon, ja. Ich habe bis jetzt noch nicht so viel in Gebäude geknallt. Sollte ich eigentlich machen. Okay, ja, das ist eigentlich für mich irrelevant. Du wolltest ihre Männer töten, damit sie keine Kinder kriegt. Die hat keinen Mann. Immer noch nicht wieder. So, wir haben jetzt Anstiftung hier einmal abgeschlossen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wir brauchen keine Verführung mehr. Dafür, also wir brauchen keine Verführung mehr. Ich glaube, die Verführung ist damit durch. Aber wir könnten noch auf Diplomatie gehen. Auf Familienhierarch. Und könnten quasi über die Familienhierarchie unsere Kinder noch ein bisschen boosten. In welcher Hauptstadt meinst du? Achso, du meinst in hier. Das ist nicht meine Stadt, das gehört meinem. Das gehört meinem Sohn. So. Warum mag mich der Suffragenbischof nicht mehr? Ach, dass ich ein Mörder bin, es kommt nicht so gut an. Komisch. Sehr, sehr komisch. Alter, unser Papst ist einfach arm. Wie kann das denn sein? Hast du ihn schon befreundet? Ja, ja, hatte ich dazwischen schon mal, aber ja, da kriege ich mehr Geld, wenn ich das wieder mache, ne? Ich bin nicht so gut darin, Freundschaften mit Leuten einzugehen. Es gibt andere Dinge, die kann ich besser. Leute loswerden. Ich weiß halt auch nicht, ob es sich wirklich noch lohnt, die Zeit zu investieren, weil er schon sehr alt ist. So, jetzt haben wir ein Druckmittel. Oh, die ist schwanger. Oh, die ist schwanger. 6 Monate. Seit 6 Monaten, das müssen wir wegkriegen. In 6 Monaten ist sie weg. Boah, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Die Game of Thrones Mod ist übel geil. Also das normale Game of Thrones, das normale Crusader Kings 3 hat halt viel mehr zu tun, einfach weil die Welt größer ist. Aber
die Game of Thrones Mod ist übel geil. Und ich glaube, mit dem neuen DLC jetzt wird die doch krasser sein. So, das Schöne ist, jetzt kann ich halt dann auch ohne Probleme ins Freundenhaus gehen, weil ich habe die Liebesbläschen schon. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. So. Das neue DLC bringt mega krasse Veranstaltungen und Turniere und Events und so weiter. Es ist mega geil. Ja, safe, Kalderasch, safe. Das arme Freundenhaus, ja, ja. Das ist doch nicht so schlimm. 4 Monate, wann kommt das Kind? Scheiße, das Kind kommt, bevor sie tot ist. Dann muss ich noch ein Baby töten. Bei den Nägeln von Gott, diese verfluchten Belger. Mein Sohn Payo und sein Gefährte Mantino, das sind beides meine Söhne, by the way, wurden erwischt, nachdem sie sich in die Waffenkammer geschlichen hatten. Wissen sie denn nicht, dass Waffen gefährlich sind? Einer der Dienstboten ertappte sie auf frischer Tat. Mantino lag weinend und blutend am Boden, während Payo einfach weiter mit den gestohlenen Waffen spielte. Anscheinend wollte Payo nicht mit dem Spaß aufhören, nur weil Mantino alles versaut hat. Was soll nur aus diesem Kind werden? Mantino könnte eigenwillig sein oder ungeduldig. Oh, wir wollen, dass der eigenwillig ist. Der soll schön eigenwillig sein. 15 Ränkespiel. Ich könnte nicht stolzer sein. Ich könnte nicht stolzer sein. Mit etwas Glück stirbt sie im Kindsbett. Boah, ihr seid grausam. Ihr seid grausam. So. Und das ist halt vor allem auch noch ein Sohn. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und da ist sie weg. So. Hallo. Und da haben wir das nächste Verlöbnis, das ich haben möchte. Ich habe euch gesagt, in 13 Monaten wird er meine Tochter wundervoll finden. Warum finde ich ihn so wundervoll? Naja, momentan hat er nur die Grafschaft von Valais, aber er hat die potenzielle Erbschaft von Ruthenien. Und das würde zwar länger brauchen, ihn dadurch zu bekommen, aber was er halt auf jeden Fall hat, ist, dass er der Haupterbe seines Vaters ist. Und sein Vater ist Herzog von Toulouse. Und von Languedoc hat leider eine neue Frau. Das heißt, es könnte sein, dass die noch einen Sohn bekommt. Dann teilt sich das auf, aber es ist zumindest ein Herzog mit 2800 Mann. Das heißt, auch meine dritte Tochter wird Herzogin sein. Jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern, dass das erste Kind verschwindet, das er mit seiner ersten Frau hatte. Ich meine, die Mutter ist ja schon weg. Und dann ist da auch die Erbschaftsfolge aus meinem Blut. Sie direkt nach der Geburt zu töten, ist sicherlich weniger grausam. Zumindest war sie glücklich, als sie starb. Ach, du Scheiße. Oh, das war wieder... Oh, ei, 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 ei. Ei, 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 ei.
Aber, also so gesehen, ja, ich habe viele Leute getötet. Aber stellt euch mal vor, wie viele Menschen gestorben wären, wenn ich stattdessen Kriege geführt hätte. Also so gesehen habe ich ja das Beste getan, was man hätte tun können für das Volk. So, habt ihr tolle Töchter? Das ist halt ein kleines Bastardkind. Damit kann ich halt nichts anfangen. Wie sieht's hier aus? Die ist halt schon verheiratet. Hildegard Sally. Ist halt irgendeine irrelevante Nebenlinie. Das ist ein Bastardsohn. So, was ist denn mit England? Ach du heilige Scheiße. Königin Juliana, du hast auch noch keinen Geliebten. Ach, die will nicht. Die würde ich, meinen Sohn würde ich dir sogar matrilinear geben, wenn er dadurch König von Dings wird. Das bedeutet, die müssen wir uns fixieren. Sobald die 16 ist, zwingen wir die dazu, meinen Sohn zu heiraten. Das heißt, einen Sohn müssen wir übrig lassen, falls sie bis dahin überlebt. Als einjährige Königin von England zu sein, ist, das wird nichts werden. So, da sind keine Töchter. Zumindest nur in irgendwelchen Nebenlinien. Was ist da unten? Wie sieht's hier in Kroatien aus? Königin Neda, die Ehrliche von Kroatien. Was ist denn mit diesem Kind? Zu weit weg von Interaktion, da kommen wir nicht ran. Ist schon Revolte in England, sieht dunkel aus für Königin Juliana. Ja. Der sieht aus, als könnte er gewinnen. Hat der Töchter? Ja, 13. Ich habe noch eine Prachthochzeit offen, bis die Prachthochzeit nicht erledigt ist. Aber warte mal. Schauen wir mal, ob wir hier auch noch ein Druckmittel bekommen. Weil das ist gar nicht so schlecht. Das wäre zumindest mal ein anständiges Kind aus einem anständigen Haus. Wie sieht's hier aus? Töchter, Töchter, Töchter. Sind alle so unspektakulär, die sind alle so durchschnittlich. Nee, ich habe schon geguckt, bei der Kaiserfamilie ist nix bis jetzt. Leider. Also vielleicht kriegt er ja noch, also der ist ja noch jung. Nee, der ist nicht jung, der sieht nur jung aus. Und er hat auch, also der Haupterbe. Der Haupterbe ist er. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Blattern. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Nee, vergiss es. Wir wollen kein Blattern auf meinem Hof haben. Das kannst du vergessen. Wir haben keinen Platz für kranke Leute. Er ist geflohen. Weltklasse. Damit sind wir los. Geh auf irgendeinen anderen Hof und steck dort Leute an mit deinem Blattern. Ich hoffe, es war rechtzeitig. Aber ich glaube... Oh, da ist eine Fraktion. Da ist eine Fraktion. Da ist eine Fraktion gegen meinen Sohn. Wen wollen sie auf den Thron bringen? Eine Fraktion, die Pedro auf den galizischen Thron bringen möchte. Who the fuck is Pedro? Wer bist du? Ich kann nicht noch mehr Menschen gleichzeitig töten.
Oh mein Gott. Ja, wir sind Blattern losgeworden. Das ist übrigens der größte Hack in Crusader Kings 3. Wenn es eine ansteckende Krankheit auf einem Hof gibt, auf eurem Hof gibt, kriegt ihr die los, indem ihr die Person, die es hat, einsperrt und tötet. Das ist der größte Lifehack in Crusader Kings 3 gegen ansteckende Krankheiten. Das funktioniert mit jeder ansteckenden Krankheit. Sobald sie ausbricht, sperr die Person ein, egal wer es ist, und töte sie. Auch wenn es ein Akt des Tyrannei ist. Und wenn die Person flieht, dann bist du es auch los. Dann läuft die Person auf irgendeinen anderen Hof und verseucht den. Größte Fehler, den du machen kannst, ist darauf zu warten, wie es sich ausbreitet. Es ist halt ein Akt des Tyrannei und wenn es halt deine eigenen Kinder trifft, die du tötest, ist halt blöd, weil die kannst du nicht töten. Aber einfach umlegen. Bei Blattern ist nicht zwangsweise notwendig, da sterben normalerweise nicht alle. Wenn du die Pest hast, do it. Töte sie. Töte sie und hoffe, dass du sie getötet hast, bevor sie wen angesteckt haben. So. Das sind so viele. Ich darf nicht die Übersicht verlieren. Was meine ganzen Komplotte angeht gerade. Es sind einfach 30.000 Dinge, die parallel offen sind. So, wie lange braucht das denn noch mit der Ehe? Ach, die ist erst 9. Kann die nicht ein bisschen schneller groß werden? So, da haben wir auch. Das ist in 6 Jahren soweit. Ach, der Arme. Der sieht auch so glücklich und unschuldig aus. Und ich habe einfach seine Frau getötet und töte jetzt noch seinen kleinen Sohn. Mein Ratskanzler Bürgermeister Flayne, der für seinen Hang zur Weidmannskunst bekannt ist, bringt Gerüchte über Tiere mit, die in meinem Reich gesichtet wurden. Ich höre viel aus Grafschaft von Corona. Es heißt, man könne dort vorzüglich jagen und zahlreiche stattliche Tiere streiften dort durch das Gelände. Toll. Hallo Don Leon. Immerhin ist sie wieder gesund. Yes, yes. Ich habe ein kleines Kind getötet. Oh, ich habe ein kleines Kind getötet. Ich arme Person. Das Leben ist so grausam. Warum zwingt es mich dazu, so schlimme Dinge zu tun? Ich werde auf eine Jagd gehen. Eine Jagd zu machen wird mir helfen. Oh mein Gott! Es gibt jetzt unterschiedliche Arten von Jagden. Wählt eine Beute aus einer Vielzahl von einheimischen Tieren. Erhöht Venator-Jagderfahrungen. Eine Jagd oder Falknerei? Erhöht vor allem Prestige. Kämpfende Geschlechter können aktiv teilnehmen. Nicht kämpfende Geschlechter können zuschauen. Und hier können beide Geschlechter können teilnehmen. Das ist ja übel geil. Es gibt Falknerei. Ich will Falknereien. Und ich möchte einfach hier in meinem Ort falknern. Und mein Konzept ist Mord, Verführung, Anfreunden oder Erholung. Ich will Erholung. Ich habe ja auch einfach Sicherheit 11. Ich glaube, das ist okay. Ich kann hier noch einen Waldpirscher mit dazu holen. Und dann möchte ich hier erholt Erfolgsschutz etwas aktiviert durch Hofdienerschaft, Jagdtruppen. Und dann haben wir hier überschaubare Gruppe, vernünftige Gruppe oder beachtliche Gruppe. Dann wird es so teuer, dass ich es mir nicht leisten kann. Wir gehen mit einer überschaubaren Gruppe.
Da sind dann Ehepartner, Freunde, Affären und Jäger schließen sich an. Oder eine größere, da habe ich dann auch Ritter dabei. Ist das cool? Das ist übel cool. Ich glaube, ich brauche auch keine... Ich glaube, ich brauche auch keine extra Sachen. Ich glaube, das Risiko, dass mir hier was passiert, geht gegen null. 9 im Gefolge. Wir werden irgendwo hinreisen und dann gehen wir Jagd beginnen. Das ist so cool. Während wir auf die Ankunft der übrigen Gäste warten, können meine Diener mit den Vorbereitungen beginnen. Die Wildhüter suchen jeden Tag die Ländereien nach Anzeichen von Beute ab und erreichen ein Lager in der Nähe der Jagdreviere. Diese Wildschweine sind ganz in der Nähe, ich kann es spüren. Das ist richtig cool. Ich finde das mega geil, dass sie das dazu... das ist mega geil. I'm sorry, ich bin übel hyped. Ich finde das DLC so, so gut. Das gefällt mir mitunter mit am besten von den DLCs, die sie bis jetzt gebracht haben. Diese Events bringen nochmal so viel mehr Tiefe und echt Spaß mit rein. Das ist echt richtig, richtig geil. du kannst das Spiel bei Steam oder im Microsoft Store kaufen. Du kannst es vorbestellen jetzt gerade im Bündel. Dann ist es um 30% reduziert und kostet 35 Euro tatsächlich. Und wenn du es halt im Bündel holst, dann hast du dort auch The Allegiance of an Empire, Legacy of Persia and Wards and Wardens mit dabei. Das sind quasi die drei anderen DLCs, die dieses Jahr alle noch kommen. In Quartal 2, 3 und 4. Und wenn du es in dem Bündel holst, ist es tatsächlich nur 5 Euro teurer, als wenn du das Spiel alleine holst. Alleine würde es 30 kosten. Ist mega, mega cool. So. Freula versammelt die Gesellschaft, als die Sonne über dem Lager im Gelände Tiefland unweit von Koruna aufgeht. Mit etwas Glück finden wir gleich mehrere Gäste als Vergnügen für unsere Greifvögel. Meine Treiber werden keine Schwierigkeit haben, die Vögel aus ihren Verstecken zu scheuchen. Und ich kenne einige Orte, die reiche Beute versprechen. Schaffen wir uns da raus? Es gibt Federvieh-Wachtel, das man hier findet. Ich würde gerne sehen, wie mein Habicht einen Hasen fängt. Was bedeutet leidlich sicher? Einigermaßen, ne? Ja, gut. Ich versuch das mal mit der Wachtel. Schauen wir mal, ob das was wird. Mit der Wachtel. We will see. Ich bin halt auch scheiße in allem, was ich tue. In einem seltenen Augenblick der Ruhe verbringe ich eine Zeit in der Stille und genieße die Schönheit der Natur. Während die Anspannung schwindet, höre ich, wie mein Gemahl Rodrigo leise lacht, mein Herz. Er hält die blutigen Überresten eines Hasens hoch. Ich habe dieses Langohr euch zu Ehren erlegt. Bitte betrachtet dies als Zeichen meiner Hingabe, für immer an eurer Seite zu kämpfen. Rodrigo lächelt, während er sein Werk betrachtet. Ihr seht so friedlich aus, das freut mich, sagt Rodrigo und drückt mir hastig einen züchtigen Kuss auf die Wange, als wären wir die einzigen Menschen auf der Welt. Ich habe 7 Kinder und nur 2 sind von ihm. Und er weiß das. Also zumindest weiß das über die ersten 3. Über die letzten 4 nicht. Ich kann mit ihm Sex haben. Und jetzt habe ich ein schönes Fell. Es ist halt so krass, dass er einfach auch Liebesbläschen hat, aber trotzdem so viel weniger schlimm aussieht als ich. Mein Vogel Habicht scheint recht unruhig zu sein und trippelt auf meinem Handgelenk hin und her, während er in mir herumpickt. Zweifellos ist das Tier begierig darauf, wieder einmal in die Lüfte zu steigen und mir frische Beute zu bringen.
Es würde dem Vogel gut tun, ein paar Runden zu drehen, doch ich habe noch keine Spur von etwas entdeckt, was sich zu jagen lohnt. Von daher ist es wahrscheinlich, dass er mit leeren Klauen zurückkommen würde. Macht nix. Ich lasse ihn fliegen. Das reduziert meinen Stress, das ist gut für mich. Er ist so brainwashed, er ist mega brainwashed. Mein Höfling Fräulein bedeutet der Gruppe still zu sein. Wir sind an dem von den Jagdmeistern festgelegten Freigabepunkt angekommen. Von unserem Aussichtspunkt aus können wir mehrere gesprenkelte Wachteln sehen, die vor uns im Gelände umherstolzieren. Die Treiber werden bald in Position sein, bereit, das Wild aufzuscheuchen. Die Gesellschaft hält an und wir bereiten uns darauf, die Hauben unserer Vögel zu entfernen. Eine nach dem anderen schicken wir sie auf die Jagd. Flieg, mein Kleiner, ich werde nichts erwischen, aber mein Stress ist weg und darum ging's. Also ist alles gut. Als Gonzalo und ich zu Fuß schwierige Gelände durchqueren, erschrecke ich mich fast zu Tode, als ich ein lautes Jaulen höre. Mein Höfling liegt mit einer Schlinge um die Wade zusammengekrümmt am Boden. Er heult vor Schmerz. Arg verdammt, seien diese aufmüpfigen Gemeinen. Warum können sie nicht wie echte Männer jagen? Maria, wo ist Maria? Wer ist denn Maria? Ach, mein Hoftutor. Und meine Ärztin, ja. Ja, ja, kümmere dich um den. Der soll nicht sterben. Hallo, Adrian. Ich beobachte aufgeregt, wie mein Vogel ein Ziel anvisiert und sich hoch in die Lüfte erhebt. Die Wachteln haben noch keine Ahnung, dass mein Habicht von hoch oben auf den Boden nach innen absucht. Immer wieder stößt mein Habicht auf ein Beutetier herab. Doch stets verfehlt er sein Ziel oder fügt ihm nur eine kleine Wunde zu. Nach stundenlangen Versuchen ist die Beute so gut wie verschwunden. Der Vogel fast völlig erschöpft und das Licht wird immer schwächer. Es gibt immer ein nächstes Mal. Ja, es ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte ja in erster Linie meinen Stress reduzieren und ich habe ja ein Fail von meinem Ehemann bekommen, auch wenn ich selber sacke. Es ist 10:93 Uhr. Ich danke euch. Unsere Jagdgesellschaft wurde wohl von jenem Missgeschick ereilt, dass die finsteren Mächte Satan heraufbeschwören konnten. Und mit Erleichterung lasse ich das Jagdgebiet hinter mir. Fräulein versammelt die enttäuschte Jagdgesellschaft und die erschöpften Hunde für die Heimreise. Es ist uns entkommen, aber es ist nicht schlimm. Ihr habt 3 Eigenschaftserfahrungen in Falkner erhalten. Ihr habt Prestige erhalten, ihr habt Anspannung verloren. Ah, geil, das heißt, man kriegt quasi damit auch XP. Ich habe jetzt, oh mein Gott, ich bin jetzt Jäger. Und ich kann das jetzt leveln. Man kann das jetzt leveln, das Jagen. Okay, das ist übel geil. Das ist übel geil. Holy shit. Und da siehst du halt, wie weit du bist. Okay, das ist übel cool. Holy shit. So. Du musst sterben. Ah, wir müssen noch bis November warten. Lohnen sich die anderen DLCs aus? Auch? Meinst du die noch kommen? Das weiß ich nicht, weil die kommen erst. Nee, Maria hat nicht verkackt. Die hat ihn geheilt. Ist alles gut, oder? Oder bin ich stupid gerade? Ich glaube, ja, das hat doch alles geklappt. Das Modding-Potenzial davon. Diese Jagdfenster in Game of Thrones mit Drachen, wenn du dann einfach Drachen jagen gehen könntest als legendäre Jagd. Imagine. Ach, so ist jetzt verkackt. Okay, das habe ich nicht gesehen. Warum wollte ich den nochmal töten? Ah, wegen dem Anspruch. Weil die versuchen, den auf den Thron zu setzen gegen meinen... Weil die versuchen, den auf das Dings zu setzen. Da brauchen wir einen zweiten Anlauf. Das hat leider nicht geklappt. Das hat nicht gereicht. Fate of Iberia ist richtig geil auch, ja. Ich finde auch das Nordding richtig geil, aber ich liebe halt Wikinger. Also ich liebe Wikinger einfach sehr, so. Okay, mein Dude mag mich wieder. Das ist gut. Das bedeutet nämlich, dass ich mehr Geld bekomme von ihm. Warum wollte ich den? Den wollte ich töten, weil er den Anspruch hat.
Gegen den brauche ich ein Druckmittel wegen der Tochter, die er heiraten möchte. Und dann brauche ich noch den Mord an ihr, damit mein Sohn erbt. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das klappt, aber wir müssen es versuchen. Ja, ja, Ciro, schon lange. Mein Sohn ist schon lange König. Schon seitdem er 14 ist. Mir fehlt Geld. So, dann haben wir da einen Nachfolger. Der ist 18. Der darf den Titel dann übernehmen. Oh, ich kann mich jetzt mit meinem Ehemann anfreunden. Das ist ja schön. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Tschüss. So, jetzt habe ich ein schwaches Druckmittel gegen ihn, weil ich wollte die Tochter haben. Wenn ich mich recht erinnere. Ich wollte die Tochter für meinen Sohn haben. Das funktioniert trotzdem nicht. Heilige Scheiße. Trotz Druckmittel. Okay, dann muss ich dafür sorgen, dass der mich auch mag. Das ist ja ätzend. Ja, oder eine große Ehe. Aber eine große Ehe kann ich leider, also eine prachtvolle Ehe, kann ich leider erst umsetzen. Wenn die Ehe von meinem... Ich kann immer nur eine Ehe auf einmal versprechen. Wie heißt das? Eine Prachthochzeit. Und ich muss erst die Prachthochzeit von meinem Sohn umsetzen. Und das geht erst in 6 Jahren. Die haben auch nicht genug Geld, das umzusetzen. Das ist ein ganz anderes Problem. Oder ein Bündnis irgendwie aufheben. Nein. Nein, warum? Das wäre doch absurd. Ich krieg die auch so dazu gezwungen, dass die meine Kinder heiraten. Ich muss mich selber doch dann für nicht schwächen. Alter, die kriegen einfach beide da ihre Söhne. Und das ist großartig. Hast du nicht massiv zu viele Bündnisse? Nee. Geht doch alles. Man muss halt ein bisschen mehr Aufwand inszenieren, um die Bündnisse hinzusetzen. Oh nein, der ist appetitlos geworden. Nachdem ich seine Frau und seinen Sohn getötet habe, ist er appetitlos geworden. Anspannung hat Anton die Lust aufs Essen genommen, weswegen er nun Mahlzeiten auslässt und langsam dahin siecht. Ah, das tut mir leid. Das war so nicht geplant. Ja, das ist schade. Es wird schon, ja, das muss werden. Das muss werden. Ich brauche ganz dringend Geld. Warum will mir der kein Geld geben? Weil er mich nicht mag. Scheißen. Ich brauche ganz dringend Geld. Viel Geld. Viel mehr Geld, als ich habe. Habe ich Gefangene? Nein. Ist dein Sohn ein Säufer, hat so rote Wangen? Ja. Ist ein Trunkenbold mit 20. Aber das ist nicht schlimm. Seine Mutter liebt ihn trotzdem. Thank you.
Ich glaube, mein Mord wird abgebrochen, wenn ich versuche, das Druckmittel zu fingieren, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann ich das parallel machen? Ich glaube, einer meiner beiden Morde werden abgebrochen, wenn ich das mache. Ich muss erst mal schauen, dass das hier abgeschlossen wird. Das heißt, ihres zögere ich heraus und seins muss ich abschließen. Und dann kann ich das Druckmittel gegen ihren Arzt fingieren. Und der hilft mir dann, sie zu töten. Das sollte der stehen, wenn du draufklickst. Nee, das passiert dann einfach instant und bricht ab. Und dann braucht es wieder 8 Jahre, bis ich versuchen kann, sie zu töten. Das Problem hatte ich schon mal. Ich habe ein böses Omen bekommen. Das heißt, jemand versucht, mich zu töten. Das heißt, wir müssen Komplotte stören. Oh mein Gott, das nimmt dann richtig... Das nimmt dann richtig die Chancen raus, dass es klappt. Aber scheiße, er hat es überlebt. Ja, it is what it is. Wir können es gerade nicht verhindern. Aber ich habe gerade einen eigenen Mordkomplott, der gegen mich selbst geht. Und ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich nicht weggemordet werde. On the fly. Es gibt gerade noch wichtige Dinge, die ich davor lösen muss. Und solange sie keine Kinder kriegt, ist auch alles okay. Dankeschön, Sankelise. Das ist sehr lieb. So. Nee, es ist viel zu unberechenbar. Wir schieben das weiter auf. So, mein kleiner Sohn. Das ist jetzt mein zweiter Sohn. Der wird auch hinterlistig. Ist das schön. Ich brauche ganz dringend Geld. Ich muss gleich die Mega-Hochzeit von meinem Sohn bezahlen. Und warum bezahlt er das nicht selber? Ich brauche Kohle. So, der ist erwachsen geworden. Dann können wir das jetzt nochmal versuchen. Ah, der Dude mag mich jetzt mehr. Dann können wir das jetzt nochmal versuchen. Mit dem hier und mit dem Druckmittel. Nur noch minus 2. Nur noch minus 2. Geil. Also noch ein bisschen und dann haben wir das. Scheiße. Der Komplott ist aufgefallen. Aufgeflogen. Ich krieg die nicht weg. Ich krieg sie nicht weg. Scheißen, scheißen, scheißen. So, er ist jetzt erwachsen geworden. Nee, aber ich will den auch nicht zu einem Gelübde auffordern. Ist ja auch nicht notwendig. Oh mein Gott. Wie hinterlistig ist dieses Kind? Wie hinterlistig ist dieses Kind? Crazy. Kann ich den irgendwie nützlich bei mir nutzen? Also, ich müsste den doch bestimmt irgendwie auch noch bei mir nutzen können. Mal. Wo ist das denn jetzt? Oh, Sayuri, das ist sehr nett. Vielen lieben Dank für den Raid. Hallöchen an alle. Ein wunderschön. Wir sind komplett in der Crusader Kings 3 Sucht verschwunden. Weil ein neues DLC gekommen ist, das jetzt am 11. rauskommt und wir dürfen es vorab testen. Und ich bin komplett in meiner Sucht verschwunden und es macht ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream bis jetzt und ganz, ganz viel Spaß. Ich will einfach gar nicht, ich will nicht schlafen gehen. Es ist ganz schlimm. Ich muss morgen früh aufstehen, aber ich will nicht aufstehen. Aber ich will nicht schlafen gehen. Das ist, ich bin so in der Sucht verschwunden. Was, bin ich blöd? Hier ist mein Reich, hier sind meine Vasallen, hier sind meine Nachfolge. Das ist alles nicht das, was ich suche. Hier ist meine Höflinge. Ah, Höflinge habe ich gesucht. Mit 16 schon 22. Ja, ja, der ist richtig böse. Der ist richtig böse. Der ist für mich halt nicht nützlich. Der wäre halt, glaube ich,
als direkter Radspitzel gar nicht so scheiße. Wobei mein aktueller Radspitzel auch gut ist. Aber ich glaube, meinen Sohn reinzupacken, ist smarter. Dankeschön, Sir Juri, vielen lieben Dank. Meinen eigenen Sohn reinzupacken, ist smarter. Der ist nämlich, der ist jung und der ist mein eigener Sohn. Und dann habe ich den schön in meinem Rad, direkt bei mir. Das gefällt mir ganz gut. Vielleicht auch ein bisschen frischer Wind. Die letzten Mordkomplotte, die wir versucht haben umzusetzen, haben ja nicht so gut funktioniert. Es war ja alles nicht so unsere Stärke. Und ich hoffe einfach, dass wir das damit vielleicht ein bisschen verbessern. Ich brauche Geld. Mein Sohn gibt mir auch kein Geld, ne? Nee. Ich müsste mir irgendwo einen Kredit nehmen. Aber das gibt's nicht in dem Spiel. Das gibt es nicht in dem Spiel. Kannst du mich nicht mögen? Oh, und jetzt gibt's Kreuzzüge. Ach du Scheiße. Das könnte halt schief gehen. Oder halt auch nicht. Ich versuche, ob das so klappt. Oh, es hat funktioniert. Er mag mich mehr. Okay, we try again. Heirat arrangieren. Ich möchte diese Tochter haben. Weil die andere ist verheiratet, genau. Ich möchte diese Tochter haben. Und ich möchte, dass mein 10-jähriger Sohn diese Tochter heiratet. Oh mein Gott. Finally. Das war ja so ein Krampf. Das war ja so ein Krampf, was das einfach, also nur weil ich zu viele Bündnisse habe. Ich wollte doch nur eine gute Partie für meinen Sohn haben. So, damit hat der jetzt auch eine Verlobte aus einem guten Haus. Und jetzt brauche ich noch wen für meinen Kleinsten. Ich habe so viele Bündnisse. Mich will halt niemand mehr haben, weil ich so viele Bündnisse habe. Und ich bin, glaube ich, immer noch mächtiger als mein Vater. Als mein Sohn, der König ist. Ich bin einfach gleich stark wie der französische König. Oh nein. Oh nein. Die wollen, dass ich in dem Krieg kämpfe. Oh ja, ich muss mich ja bei Bündnissen auch um Dinge kümmern. Ja, wir helfen. Das ist jetzt der erste Krieg, den wir führen. Ist das scheiße? Jetzt muss ich dem da oben helfen gehen. Wer will das denn? So, meine ganzen Kinder bekommen jetzt alle bessere Attribute. Damit ist mein Sohn gar nicht mehr komplett nutzlos. Imagine. Aber ich verliere jetzt noch mehr Geld damit, dass ich da im Krieg helfe. Das ist eine absolute Scheiße. Vielleicht kriege ich ein paar Leute geklont. Oh mein Gott. Ah. Das ist aber schade, dass der Krieg schiefgegangen ist. Das ist aber schade, dass ich jetzt hier nicht helfen konnte. Oh nein. Wie ärgerlich. Schlimm, wenn diese Kriege schief laufen. Langsam werde ich ein bisschen gestresst, was diese anstehende Hochzeit angeht, die ich mir nicht leisten kann. Ja, ich habe mich unendlich auf den Krieg gefreut. Es ist auch wirklich also ein Desaster, dass das nicht geklappt hat. So, wie geht's denn meinen Töchtern? Immer noch Herzogin? Oh nein! Der ist gestorben, weil er kränklich ist. Oh, ich hoffe, dir geht's gut. Hier ist noch alles in Ordnung, ne? Ja. So, da ist auch alles in Ordnung. Du bist verlobt, das braucht noch ein bisschen.
Das ist auch bald. Das ist in 4 Jahren soweit. Das haben wir auch bald. Ja, passt alles. Man sieht die Trauer an dem aufgezwungenen Lächeln. Wenn ich dir einst aus dieser Welt trete, soll mein Sohn und Erbe König Siros an meiner Stadt regieren. Leider kursieren an meinem Hof Gerüchte über sein eiskaltes Herz. Ich frage mich, ob er sich die Treue meiner Vasallen sichern kann, wenn ich einmal nicht mehr bin. Vielleicht überwindet König Siros seine Fehler, lieber die seine Vorzüge betonen. Ich achte noch mehr auf mein Verhalten und gehe als gutes Beispiel voran. Ich will, dass er gefühllos ist. Das ist eine seiner besten Eigenschaften. Ich könnte noch versuchen, Geheimnisse gegen Geld zu erpressen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, ich muss das auch erst lernen, oder? Dass ich das erpressen kann, dass ich dafür Geld verlangen kann, oder? Ich glaube, ich kann nicht einfach so Geld dafür bitten. Das ist nicht mein Problem. Das muss ich in der ich muss das im Verwaltungstree lernen, ja. Ja, ja. Ich krieg leider nicht einfach so Geld. Das bedeutet, ich muss einmal hier hingehen und schaut. Nee, warte mal, wo ist das? Ihr könnt für Druckmittel Bezahlung verlangen. Das ist das. Habgierig. Auf das müssen wir einmal dafür switchen. Das schalten wir einmal gleich frei. Damit kriegen wir unser ganzes Geld. Das machen wir gleich darüber. Ich muss nur einmal warten. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich wieder wechseln darf. Wahrscheinlich, wenn ich hier das nächste abgeschlossen habe, ne? Mal gucken. Das wird ein bisschen brauchen, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Zeit. Scheiße. Okay, das hat nicht funktioniert. Wer könnte ihr noch nahestehen, den ich mir holen? Also bei ihm hat es nicht funktioniert mit dem Fingieren. Persönlicher Streiter, den könnte ich auch versuchen, mir zu holen gegen sie. Ah, alle 5 Jahre geht's. Alles klar, perfekt. Und gute Nacht, Zalaster. Sehe ich auch irgendwie, sehe ich auch noch mal irgendwo, wann ich das letzte Mal gewechselt habe? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da muss ich einfach drauf warten. Unten links drüber hovern. Ah, da steht's. Dankeschön. In 2 Jahren geht's. Geil. In 2 Jahren. Das passt zeitlich. Da wir haben Zeit, bis wir das mit der Hochzeit hinkriegen müssen. Wir haben Zeit. Was hast du von den Enkeln, die nicht deiner Dynastie gehören, also den Kindern deiner Töchter? Ich bekomme Prestige. Ich bekomme Prestige davon. Also von den Kindern habe ich nicht so viel. Außer, dass die dann halt irgendwo sitzen und das einfach RP-technisch cool ist, dass die aus meiner Blutlinie kommen. Oh, die ist wieder schwanger. Aber ich bekomme, wenn du, du hast halt quasi die, du hast einmal hast du dein eigenes Prestige und dann hast du die Bekanntheit deiner Dynastie. Und wie viel Dynastiebekanntheit du bekommst, setzt dich daraus zusammen,
wie hoch dein eigener Titel ist, wie viele lebendige Mitglieder du hast und was diese lebendigen Mitglieder sind. Das heißt, ich habe 8 lebendige Mitglieder, ich habe einen König, das ist mein Sohn, und ich habe 2 Herzöge durch Heirat, das sind meine beiden Töchter. Das heißt, durch diese 2 Töchter bekomme ich alleine, nur durch die Töchter bekomme ich pro Monat Prestigepunkte im Wert von 0,8. Und über diese Bekanntheit in der Dynastie habe ich dann hier die Vermächtnisse und kann Perks freischalten. Und deswegen möchtest du, dass deine Kinder in gute Häuser verheiratet werden, wo sie Titel durch Heirat bekommen. Und der Bonus funktioniert auch nur anständig, wenn die Titel außerhalb deines eigenen Reichs sind. Also quasi, dass deine Söhne dann, dass du deinen Söhnen oder Kindern in deinem eigenen Reich irgendwelche Titel schenkst, ist nicht so effizient, wie dass du sie in andere Dynastien verheiratest. Und das fördert das halt, dass du versuchst, sie woanders reinzubekommen. Ich habe Prestigestufe nur hervorgetan. Ich führe ja keine Kriege. Das heißt, ich mache nicht so viel Prestige mit. Aber wir haben Sündig bald wieder weg. Das ist schön. Also ich gucke jetzt bald LOL ohne dich weiter. Dankeschön für den Resub. Das wäre für mich okay. Also wenn du LOL heute ohne mich schauen möchtest, wäre das für mich okay. Wenn du sagst, du möchtest, dass ich ins Bett komme, schalte ich jetzt aus und komme ins Bett. Wenn du sagst, ist nicht so schlimm, dass ich heute komplett in meiner Sucht verfalle, dann würde ich noch ein bisschen suchten. Aber wäre auch nicht böse, wenn du LOL ohne mich schauen würdest. Okay, was wollte ich mit der? Ah, die wollte ich für meinen Jüngsten haben. Genau. Die wollte ich für meinen jüngsten Sohn haben. Aber die will nicht. Da brauchen wir noch ein Druckmittel. Daran arbeiten wir. Musst du wissen, was dir wichtiger ist? Boah, das ist richtig gemein. Das ist richtig gemein, das zu sagen. Das hat ja nichts mit Wichtigkeit zu tun. Du kennst das ja, wenn ein neuer Content bei einem Spiel rauskommt und man reinnerdet. Das hat ja nichts mit Wichtigkeit zu tun. Es ist gleich 1. Ja. Die ist in 3 Jahren soweit. Die ist in 3 Jahren soweit, dass wir die Hochzeit durchhaben. Und damit hätten wir dann noch eine Gräfin. Und wenn wir den Vater töten, dann wäre es sogar direkt ein Herzog. Ich krieg die immer noch nicht getötet. Ich krieg auch niemanden sonst dazu motiviert, weil ich nicht genug Geld habe, um die Leute zu motivieren. Ich müsste den halt eigentlich bestechen. Aber ich habe auch das Gefühl, bevor ich den dazu gebracht habe, noch irgendwas zu machen, ist der gestorben. Also guckt euch den mal an. Ich glaube nicht, dass der noch irgendwas tut. Oh mein Gott. Es gibt jetzt auch Kampfspiele, die man hochleveln kann und Reiselevel, die man, das ist ja übel geil. Es ist übel cool. Dankeschön, Morosas, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und Dankeschön, der Fabex, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön.
mein Humor wird hier nicht verstanden, dann viel Spaß noch. Ich glaube, es ist auch nicht so leicht, durch den Chat deinen Humor durchzuverstehen, Kalle. Ich glaube, das darfst du den Leuten nicht übel nehmen. Ich glaube, das war's, denn das darfst du den Leuten nicht übel nehmen. Ich war mir auch gerade nicht sicher. Let's try. Ich glaube, das wird schief gehen. Aber wir versuchen es. Ich muss sie irgendwie wegbekommen. Oh mein Gott, das hat funktioniert. LOL. Mit 67%iger Wahrscheinlichkeit. Ich brauche die Druckmittel gar nicht mehr. Sie ist gone. Dankeschön, Fürkön. Vielen lieben Dank für den Sub. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich habe Galizien vereint. Der muss weg. Aber das bringt nichts, weil dann erbt sein Sohn. Die Erbschaftsfolge kriegen wir, glaube ich, nicht raus. Der möchte weg, der muss weg und der muss weg. Kriege ich den getötet? Wie du bist eine Gräfin in Galizien und hörst die merkwürdigen Gräfin von Corona ständig murmeln. Der muss weg und der muss weg und der muss weg. Der muss weg. Und also der muss weg und der muss auch weg. Aber ich glaube, den kriege ich noch nicht wieder weg, weil ich es gerade erst versucht habe. Das heißt, ich mache erstmal die parallel. Dankeschön, Jim, für die 14 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. So, das heißt, das haben wir auch erledigt. Wort für Crusader Kings 3 Tutorials von dir. So gesehen sind es ja eigentlich nur. Also, es ist ja eigentlich nur Meuchelei, die ich hier betreibe. Oh, mein Ratsmitglied ist gestorben, aber ich habe jetzt einen Nachfolger für ihn, was den Titel angeht. Aber ich brauche einen neuen Ratsverwalter.
Und wir haben echt keine guten Ratsverwalter. Gerade, das ist nicht so gut. Aber ich kann einen Karawanenanführer mir besorgen. Und, nee, das kostet Geld, das will ich mir gerade nicht leisten. Aber einen Karawanenanführer kann ich mir besorgen. Warum gibt es jetzt schon wieder eine Fraktion gegen ihn? Ach, so ein Bauernpöbel. Ach du Scheiße. Bauernpöbel, Freiheitsfraktion, Unabhängigkeit. Was sind denn das für Fraktionen? Was macht mein Sohn? Ich meine, die können alle nichts tun, aber was macht mein Sohn? So, jetzt haben wir einen neuen Karawanenführer und damit auch einen besseren Ratsverwalter. Und das bringt jetzt zumindest ein bisschen mehr Geld pro Monat. Nicht unendlich viel, aber ein bisschen was. Und über ihn hole ich mir jetzt eine weise Frau auf den Hof. Die ist unzüchtig, aber es ist egal. Und das ist dann das Potenzial für eine neue Hofärztin, weil meine eigene schon sehr, sehr alt ist und das wahrscheinlich auch nicht mehr lange leben wird. So. Damit haben wir das. Die können wir einmal begnadigen, das ist in Ordnung. Und dann brauchen wir hier für den einen potenziellen Nachfolger, den wir suchen müssen. Damit der Titel übernommen wird danach. So, wer ist jetzt gestorben? Ratsmitglied hat den Hof verlassen. Warum? Hä? Wie hat denn mein Sohn geerbt? Oh Gott, lol. Sein älterer Bruder hat ihm den Titel gegeben. Lol. Der hat ihm das quasi einfach gegeben und gesagt, alles klar, du wirst Graf. Lol. Ui, die hat Typhus. Ui, die sieht nicht mehr gut aus. Ui, ich brauche einen neuen Ratsspitzel. Und zwar schnell. Oh mein Gott. Dich möchte ich auf jeden Fall als Ratsspitzel haben. Du bist quasi perfekt für diesen Job. Außer, dass du mich nicht magst. Das ist das Einzige, was nicht perfekt ist an dir. Aber das fixen wir. Indem ich versuche, mich erstmal mit dir anzufreunden. Halt, stopp. An meinen Lehnsherrn. Viel zu lange habe ich die Erniedrigung durch König Cyrus ertragen. Ich werde nicht länger dulden, dass unser Lehnsherr seine treuen Vasallen misshandelt. Bitte schließt euch mir in dem Unterfangen an, diesen Tyrannen abzuschaffen. Are you kidding me? Das ist mein Sohn. Geht's dir gut? Ich würde dem halt gern, ich würde meinem Sohn gern helfen in dem Krieg. Aber ich habe halt, ich sag halt, was Kriegsgeschichten drin geht. Das wird eher nichts werden. So, kann ich jetzt hier schon meinen Tree wechseln? Nee. Wann geht das denn? Ich hab's nicht mehr im Kopf. 97, das braucht noch ein Jahr. Oh, ich würde halt super gerne diese Hochzeit noch sehen. Aber vielleicht fangen wir auch dort an. Aber dein Mann ist doch Gigachat. Ja, ist auch schon alt.
Naja, so alt ist er gar nicht. Oh lol. Es gibt jemanden, der versucht, mich zu ermorden. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Aber es ist irgendwie zu erwarten, dass das früher oder später passiert. Bei der Art und Weise, wie ich mein Spielstil da gerade umsetze. Welche Überraschung. Ja, es ist halt... Ja, dann spiele ich erst meinen Sohn, wenn ich sterbe. Ja, ja. Ich habe meine Erbschaftsfolge gesichert. Also das ist alles gar kein Problem. Die Verlobte von meinem Sohn ist unzüchtig. Die ist schwanger. Der Einzige, der noch keinen Dings hat, ist mein 8-Jähriger. Der noch keine Frau hat. Wahrscheinlich die Person, die mir das schlechte Omen geschickt hat. Yes, yes, yes. Yes, yes. Okay, der braucht keine Hilfe im Krieg. Der braucht absolut keine Hilfe im Krieg. So. Da passt auch immer noch alles. Oh, die hat noch einen Sohn zur Welt gebracht. Die ist 14. Die ist auch bald ready zu heiraten. So. Da wird mein Sohn jetzt auch noch arrogant. Das ist ganz die Mutter. Arrogant und hinterlistig. Das ist ganz die Mutter. Das ist Weltklasse. So, gesegnete. Ach, die hat doch eine hohe. Warum sagen die, dass die geringe Nahtbarkeit hat? Der geht's doch gut. Das muss aufhören. Uta schaut mich grimmig an, bevor sie fortwährt. Ich weiß zwar nicht genau, was ihr im Schilde führt, Xuana, aber wenn ihr euch bei mir noch unbeliebter machen wolltet, so ist euch das gelungen. Ach, die mag mich nicht. Oh, ich werde dich aufgeben. Ich will, dass wir uns anfreunden. Das muss funktionieren. Ui, die Buntglasscherbe reduziert meine Frömmigkeit. Das will ich eigentlich nicht. Ich brauche meine Frömmigkeit, damit ich pflichtschuldig werde. Das ist nicht so gut. Im ganzen Reich ein Netzwerk von Spitzeln für König Sirus zu unterhalten, hat auch seine Vorteile. Oft entdecke ich dabei Dinge, mit denen ich nicht einmal gerechnet habe. Zum Beispiel Beweise für das Geheimnis von Graf Osorio. Geil. Ich bin nützlich. Ich bin nützlich. Den kriege ich nicht tot. Das wird nicht klappen. Ich kann ein Bündnis mit meinem... mit meinem Sohn eingehen. Das ist noch ein Bündnis mehr. Mein Ritter Gomez versucht, mich zu töten. Na gut, dann bist du jetzt in meinem Gefängnis. Ich darf den nicht einfach so töten. Warum nicht?
Schade, Schokolade. Du brauchst gerade deine Pflichten sowas von dringend. Ich weiß. Ich kann jetzt wechseln. Oh mein Gott. Ich brauche diese goldenen Pflichten so dringend. Ich habe so viele Sachen. Ich werde so reich werden, sobald ich das gleich habe. Ich werde so reich sein. Ah, lol, der ist in meinem Gefängnis verstorben, ohne dass ich was tun musste. Das hat mein Problem gelöst. Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass ich nicht rechtzeitig Geld haben werde, um die Hochzeit da zu feiern. Das wäre halt scheiße as fuck. Ich brauche irgendwie Geld. Hilf mir, Ehemann. Hilf mir, Ehemann. So, meine Tochter heiratet auch in 2 Jahren. Das Problem ist halt, dass ich auch in Verwaltung echt nicht gut bin. Geil, und jetzt habe ich mich mit Uta angefreundet. Das heißt, mein Radspitze ist mit mir befreundet. Und es ist total wichtig, dass die mich mag, weil die eine richtige Gefahr sein kann. So, ich wollte die Kleinkönigin Juliana, die ist ja gar keine Königin mehr, die ist nur noch eine Kleinkönigin. Vielleicht ist sie ja jetzt nicht mehr so arrogant und ist bereit, meinen Sohn zu heiraten. Nee, immer noch nicht. Ich würde mich freuen. Easy Gold, wenn wir alle erpressen können, ja. Ich muss damit warten, weil ich sie quasi nicht erpresse, sondern das ist eine eigene Funktion, die ich halt freischalte. Das heißt, ich tausche Druckmittel gegen Geld. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, Rodrigo dazu zu zwingen, mitzumachen, weil ich ein Druckmittel gegen ihn habe. Damit spare ich mir Kohle und krieg den ermordet. So. Joana hat eine Affäre. Gibt's noch was gegen ihn? Der will das Königreich von Galizien. Den kriege ich nicht getötet. Kriege ich den getötet? Nee. Kriege ich den getötet? Nee. Den kriege ich gleich getötet. Der ist die größte Gefahr, was die Reichweite angeht. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, das ist der Endpunkt, den wir jetzt haben. Und ich glaube, wir spielen hier an der Stelle morgen weiter. Weil die werden jetzt gleich ein Ultimatum stellen. Und werden versuchen, gegen meinen Sohn anzugehen. Und ich muss mir überlegen, was ich tue, damit mein Sohn auf seinem Titel bleibt. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie das funktionieren wird. Muss ich mir überlegen, was wir da machen. Mal gucken. Dankeschön, Ita, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Ich finde, das DLC lohnt sich mega, auf jeden Fall. Das DLC ist großartig. Es hat übel viel Spaß gemacht, wirklich.